Frohes neues Jahr 2024 beginnt mit einem Interview über eine Reise von Hamburg bis nach Teheran und wieder zurück. Mia und Max waren ein halbes Jahr auf zwei alten Motorrädern unterwegs und erlebten unzählige Abenteuer. Also hört gut zu, wenn die beiden im Podcast Nummer 244 von kaputten Vergasern erzählen, vom besten Essen in Georgien und von ihrem Wasserloch-Trauma. Nach dem Interview erzähle ich euch noch etwas von unserem Reisevortrag Transbrasiliana am 24. Februar in Duisburg und vom Live-Podcast auf der Messe Motorräder Dortmund und einer Rabattaktion beim Pegaso-Reise-T-Shirt. Aber jetzt geht es erst einmal Richtung Iran. Mia und Max werden ihre Komfortzone verlassen und Wege wagen. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Mia und Max alias Wegewagen, die von Hamburg bis nach Teheran gefahren sind und zurück. Herzlich willkommen im Podcast. Moin Claudio. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr. Ja, schön, dass es jetzt geklappt hat. Wir wollten uns ja eigentlich schon letzte Woche treffen zum Gespräch. Da haben wir das dann kurzfristig verschoben, weil genau an dem Montag fand gerade bei uns hier in Essen die eine der großen Demos gegen rechts statt. Und da habe ich gesagt, Nee, das ist wichtig. Ja, da will ich auf jeden Fall dabei sein. Und habe dann gesehen, ihr wart auch irgendwie ein paar Tage vorher bei euch in Hamburg, habt ihr so eine Aktion gemacht, Baden gegen rechts. Ja, genau. Es gibt hier in Hamburg die Eisbademeisters. Grüße gehen raus. Ja. Eisbademeisters. Genau, so findet man die auch auf Instagram. Ich glaube, die gibt es auch deutschlandweit tatsächlich. Genau, die gibt es fast in jeder größeren Stadt oder auch Kleinstadt. Genau, unter anderem auch in Hamburg. Und die haben so tolle Aktionen, dass man, wenn man sich in die doch etwas kalte Elbe traut, gibt es Spendenpartner, die dann pro Person, die in die Elbe geht, einen gewissen Betrag spenden, der dann einer gemeinnützigen Organisation oder einem Projekt zugutekommt. Und das war eben an diesem besagten Wochenende dann Schwimmen gegen rechts quasi auch noch mit, genau, wo Organisationen unterstützt werden, die sich da einsetzen. Ja, sehr, sehr gut. Allerdings, es ist Mitte Januar. Ich vermute mal, das war wirklich Eisbaden, oder? Tatsächlich ja. Also ich glaube, es hat an dem Tag 1 Grad Lufttemperatur und 2 Grad Wassertemperatur. Ah, okay, ihr seid hart drauf, aber um was gegen den Rechtsextremismus zu tun, ganz genau, ist euch kein Wasser zu kalt. So sieht's aus. Sehr, sehr gut. Obwohl, es passt auch, habe ich das, glaube ich, auf eurer Seite gelesen, ne? Die Komfortzone verlassen und Wege wagen. Ganz ist genau. Euer Motto. Komfortzone verlassen, das nehmt ihr wörtlich. Das macht ihr öfter, ne? Irgendwas mit Eisbaden. Genau, das hat sich irgendwie tatsächlich auch so ein bisschen auf der Reise ergeben, weil ja da oft so Gebirgsbäche und Flüsse doch auch gar nicht mal so warm sind, auch mitten im Sommer nicht. Und dann, wenn man sich baden möchte, muss man halt auch mal ins Kalte nass und dann haben wir das irgendwie beibehalten. Und dann letztes Jahr, als wir zurückgekommen sind und man nicht mehr Motorrad fahren konnte, weil es Winter war, braucht man ja irgendein anderes verrücktes Hobby, was man ausübt. Und das hat sich dann mit dem Eisbaden so ergeben. Genau, und dann Max auch verordnet, wir duschen nur noch kalt. Und ja. Das klingt jetzt immer so, als würde ich das hier so bestimmen, aber nein, ist eigentlich nicht so. Also nein, was lernen wir daraus? Motorradreisen können auch manchmal ganz, ganz schlimme Nachteile nach sich ziehen. Also es ist, man denkt da so an Unfälle oder Überfälle oder so. Nein, man kriegt plötzlich völlig verrückte Ideen, so Eisbaden. Und das nach einer Reise in den Iran. Da fallen mir andere Dinge ein. Aber okay, ich bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ihr wart sechs Monate, also ein halbes Jahr wart ihr unterwegs. Und hattet ihr euch das so vorgenommen? War das so eine Reise, die ihr so geplant habt? Oder wie seid ihr darauf gekommen zu sagen, hier, wir wollen jetzt mal ein halbes Jahr wegfahren und dann auch richtig weit in den Osten? Also was wir geplant haben, war, dass es 6 Monate sein sollten. Das war so die Auszeit, die ich mir im Job nehmen konnte.
du hast deinen Job ja gekündigt, Max. Genau. Und dann haben wir aber darüber hinaus nur geplant, dass wir Richtung Osten fahren wollen und im Idealfall bis in den Iran. Das war so das, was wir uns vorgenommen hatten. Mehr Planung hatten wir eigentlich gar nicht konkret, ne? Nee, genau. Wir haben uns so ein paar Sachen in den einzelnen Ländern, die da kommen sollten, rausgesucht, die wir irgendwie gerne uns angucken wollten, aber haben gesagt, wir gucken jeden Tag, wie wir am nächsten Tag weiterfahren, ohne das jetzt vorher akribisch zu planen. Das habe ich irgendwie ein paar Jahre vorher einmal gemacht auf Natur und habe gemerkt, das ist jetzt nicht so meins. Das ist zu viel Arbeit und dann ist man irgendwie so, okay, jetzt müssen wir da auch herfahren, weil ich habe das vorher so geplant und das haben wir gemerkt, das ist nicht so unseres. Und ja, das meistens, kann natürlich so einen inneren Druck erzeugen und da habt ihr von vornherein gesagt, den geben wir uns gar nicht. Ja, genau, und meistens kriegt man ja doch auch, wenn man unterwegs ist, irgendwie bekommt man von anderen Reisenden oder von den Menschen, die vor Ort leben, irgendwie dann doch auch nochmal die besten Tipps eigentlich, so wo es schön ist hinzufahren. Und da dachten wir, da wollen wir uns auch gar nicht irgendwie einschränken, sondern auch das irgendwie dann ganz frei irgendwie entscheiden und annehmen können, so worauf wir dann Lust haben. Genau. Ja, das klingt sehr weise. Ich denke gerade an meinen Freund Bernd, der sagt, Reise macht weise. Aber ihr seid jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Reisenden jetzt nicht so die Leute, die jetzt schon seit 30 Jahren Motorradreisen und die ganze Welt machen und Erfahrungen ohne Ende haben. Im Gegenteil, ihr seid Ende 20, Anfang 30, noch relativ jung. Und diese Reise war so die erste richtig große Reise von euch. Mhm. Ja, genau. Also wir fahren beide schon seit über 10 Jahren Motorrad. Das haben wir beide mit dem Autoführerschein direkt mitgemacht. Aber waren halt immer auf der Straße so unterwegs. Und dass wir dann so ein bisschen entdeckt haben, dass wir auch gerne Offroad fahren, ist wirklich eigentlich erst so kurz vor der Reise passiert. Und genau, dann haben wir eben auch gedacht, okay, dann würden wir die Reise auch gerne eher so ein bisschen abseits befestigter Straßen dann ja auch fahren. Mhm. Genau. Und habt euch dann auch dementsprechend ausgestattet, ne? Ja, genau. Also wir sind tatsächlich ein Jahr vor der Reise, waren wir noch 2 Wochen in Schweden und haben da so die ersten Schotter-Offroad-Erfahrungen gemacht und die Maschinen tatsächlich so das erste Mal ein bisschen getestet. Die hatten wir da gerade ganz frisch. Ich bin mit einer alten Honda Transalp unterwegs gewesen und Mia mit einer BMW F650 und die hatten wir eben auch dementsprechend ausgesucht, weil es eben Reise-Enduros sind, die eigentlich alles abkönnen, unkaputtbar sind. Natürlich mehr für Straße ausgelegt sind als für richtig heftig Offroad, aber man kann damit auch Offroad fahren und das haben sie auch mitgemacht. Mhm. Ja, und auch so richtig alte, ne? So eine Transalp von, weiß ich nicht, irgendwie 20 Jahre alt und genau, auch die F650, auch dieses, das allererste Modell, ne? Das noch nicht GS hieß, sondern noch ja, Fanduro. Genau. Also ja, genau. Die Vergaser-Modelle, also richtig alte Schätzchen. Ja, das war dann. Ja, genau. Das war so die Idee, dass wir dachten, also beide Motorräder sind Baujahr 1999 und wir dachten, da ist einfach noch nicht so viel Elektronik und so ein Kram dran. Und wir dachten, okay, wenn die uns vielleicht irgendwie mal kaputt gehen auf Reise, ist es vielleicht einfacher, so ein etwas vom Aufbau her simpleres Motorrad zu reparieren, als dann so eine ganz neue Maschine. Und auch, klar, irgendwie einfach auch eine Kostenfrage. Ja, genau. Im Endeffekt. Ja. Genau, und das war ja dann auch nötig, zwischendurch die zu reparieren. Oh ja, tatsächlich mehr als erwartet. Ja, genau, ihr habt eine Webseite, ihr habt auf Instagram einiges gepostet und ja, das ist fast, liegt auf der Hand, wenn man mit solchen alten Motorrädern unterwegs ist, dass dann genau. Auch mal das ein oder andere zu schrauben ist. Und nochmal zu euch beiden. Stimmt das, ihr habt euch beim Boxen kennengelernt? Ja, ganz genau. ich habe tatsächlich während des Studiums angefangen zu boxen und das dann relativ lange gemacht und dann auch hier in Hamburg, seit ich in Hamburg bin, auch mit einem meiner besten Kumpels hier weitergemacht. Und dann ist er Boxtrainer geworden in Hamburg. Und bei dem Kurs war irgendwann dann auch Mia. Und da haben wir uns dann abends Boxtraining kennengelernt. Mit blutiger Nase und diesen komischen Teilen, die man dann wahrscheinlich so, ne, um die genau. Zähne zu schützen anhat. Wunderschön einfach. Stell ich mir sehr romantisch vor. Das war's. Ja. Gibt kaum was Romantischeres als so eine Boxhalle, wo es einfach nur nach Schweiß, Blut und Füßen riecht.
Ja, absoluter Pro-Tipp für Leute auf Partnersuche. Oh ja, okay. Und dann habt ihr irgendwie entdeckt, ihr habt beide die Leidenschaft fürs Motorradfahren und Reisen? Ja, genau. Also Motorrad gefahren sind ja beide solo davor auch schon super gerne. Und dann war das aber was wir einfach auch entdeckt haben, dass es zusammen ganz viel Freude macht. Und dann eben so ein bisschen, war schon immer mal so, man hat so ein bisschen rumgesponnen, naja, irgendwie, ich wollte tatsächlich schon seit Schulzeit irgendwie gerne mal auf eine große Motorradreise gehen und naja, die Schule ist jetzt ja auch schon 10 Jahre her und bisher war ich es noch nicht. Und auch du, Max, hattest auch Lust, irgendwie mit dem Moped loszuziehen. Und dann dachten wir, ja, das machen wir mal zusammen. Und dann war irgendwie so 2021 dann so ein Tag, wo wir dachten, so, ja, warum denn nicht nächstes Jahr? Und dann ist das so ein bisschen innerhalb von ganz kurzer Zeit komplett ausgeartet, dass wir irgendwie, ich glaube, es fing tatsächlich so an, wir hatten uns zu Weihnachten ein bisschen neues Camping-Equipment gewünscht und bekommen und haben dann im Februar, war hier ein ganz verrücktes, warmes Wochenende in Hamburg. Wir sind an die Elbe gefahren, haben unser Camping-Equipment ausprobiert, saßen da und dann ist mir irgendwie so der Satz über die Lippen gekommen, ja, jetzt fehlen ja eigentlich nur noch die passenden Motorräder. Und irgendwie, als wir dann wieder zu Hause auf dem Sofa angekommen waren, habe ich gesagt, ja, ich kann ja mal gucken. Und dann war es, glaube ich, 3 Wochen später, dass wir dann schon das erste neue Moped hatten. Und ja, man merkt daran, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Mia muss mich da manchmal etwas bremsen, aber da hat es nicht geklappt. Sofort Nägel mit Köpfen machen. Ja. Aber die Idee des Motorradreisens, also die meisten Menschen, denen man das erzählt, die können das ja gar nicht so nachvollziehen. Gab es da irgendwelche Vorbilder, die euch inspiriert haben? Konkretes nicht, aber ich war immer wieder, man kriegt ja doch immer wieder so Bücher von anderen Motorradreisenden in die Hand oder auch, ich finde, irgendwie auf Zeitschriften manchmal, irgendwie war das immer was, wenn ich so einen Artikel gesehen habe oder ein Buch, dass ich immer so, oh, sowas mal selber machen wäre schon richtig toll, weil ich die Art zu reisen einfach auch so schön finde, weil man nochmal anders was mitbekommt, wie wenn man jetzt mit dem Auto unterwegs ist oder auch halt, ja, wenn man irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo hin ist und dann halt so seinen 2 Wochen Erholungsurlaub macht. Und dass das uns beiden so gut gefallen hat und dass wir das dann so teilen konnten mit sowohl die Leidenschaft fürs Motorradfahren als auch einfach dann, dass wir beide gerne campen gehen und auch so die gleiche Vorstellung und den gleichen Wunsch haben, wie Reisen aussehen darf. So, das war einfach total schön, diese Erfahrung dann gemeinsam zu machen. Und dann eben auch tatsächlich diese Schnapsidee, die es vielleicht dann am Anfang ein bisschen war, das dann direkt in 2022 zu machen, das dann auch wirklich umzusetzen. Und dann ja, sind wir dann wirklich auch in 2022 einfach losgefahren. Und das war am Anfang so super absurd, weil man plant das natürlich. Also ich glaube, wir haben so 6 Monate, bevor wir wirklich auf Reise gegangen sind, haben wir so angefangen, ein bisschen ernsthafter zu planen, weil man ja auch irgendwie sich um doch relativ viele Sachen irgendwie noch so vorbereiten, kümmern muss und sich einfach informieren muss so. Und irgendwann war es dann schon noch so ein bisschen der Punkt gekommen, wo wir dachten so, boah, jetzt reicht's irgendwie auch. Jetzt freuen wir uns einfach, wir wollen einfach nur los irgendwie mit auch noch Wohnung und der Vermieten. Und ja, und dann sind wir losgefahren. Und am Anfang war es irgendwie erstmal, wir fahren jetzt halt in Urlaub. Ja, genau, das dann wirklich zu realisieren, glaube ich, dauert auch noch mal eine Zeit lang. Ja, aber wie habt ihr das gemacht? Du, Max, sagtest gerade, du hast deinen Job gekündigt. Und Mia, wie hast du das jobtechnisch gemacht? Ich konnte einen Teil meiner Überstunden abbauen und einen Teil konnte ich... Dazu muss man einmal hier sagen, ein Teil der Überstunden waren entspannte 2 Monate. Genau, das klingt ja richtig. Ein Teil meiner Überstunden habe ich auf einer 6-monatigen Reise verbracht. So, meine Güte, was machst du? 24/7. Ja, ich habe im Rettungsdienst gearbeitet und da sammelt man dann schon auch einfach irgendwie mal ganz gut Überstunden. Wenn man da irgendwie nochmal einen extra 12-Stunden-Dienst übernimmt, dann kommt man da auch relativ schnell irgendwie auf ein paar Stunden. Und das war dann aber für diesen Fall eben wirklich mega gut, weil dann irgendwie noch zwei Monate durch Überstunden frei und den Rest dann eben einfach unbezahlter Urlaub ich genommen werden konnte. Und das war für die Reise jetzt perfekt. Ja.
Gut, aber das heißt, du wusstest, im halben Jahr muss ich wieder da sein, da geht die Arbeit wieder los. Wobei ein halbes Jahr ist ja echt unglaublich viel Zeit schon mal. Ja, das hat sich auch, während wir unterwegs waren, hat sich das auch ehrlich gesagt länger angefühlt als ein halbes Jahr. Da genau, da hatten wir eigentlich eher das Gefühl, dass wir jetzt schon seit einem oder vielleicht sogar anderthalb Jahren unterwegs sind. Das hat sich dann so in den letzten zwei Wochen der Reise, da hat sich dann auf einmal wieder sehr komprimiert und kleiner angefühlt. Und dann, je näher wir nach Hause kamen, desto bewusster wurde einem dann, okay, jetzt sind sechs Monate rum und oh, jetzt hat sich's aber doch schnell angefühlt. Ja, das war komisch, dieses Zeitgefühl über die Dauer hinweg, ja. Ja, zumal ihr ja wirklich in Ecken wart, die auch kulturell und vom gesamten Leben her so anders sind als das, was wir hier so in Deutschland kennen, dass dann plötzlich Zeit eine ganz andere Rolle spielt, vermutlich. Ja, ja. Genau. Ja. Aber ihr hattet schon vor, Richtung Osten zu fahren. Genau, das war die Richtung, die wir uns so ausgesucht haben, plus eben, dass wir so an Ländern, die wir auf jeden Fall gerne sehen wollten, war Georgien und der Iran. So, da hatten wir gehofft, wir hatten ganz am Anfang mal noch gedacht, wir fahren noch weiter bis in die Stan-Länder, also auch irgendwie nach Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan und so, und sind jetzt aber im Nachhinein Gott froh, dass wir das nicht gemacht haben. Es wäre in sechs Monaten wirklich einfach ein bisschen viel gewesen. Also dann hätten wir uns super beeilen müssen. Genauso für unsere Verhältnisse wäre es zu viel gewesen. Wir kennen viele und haben auch schon viele verfolgt, die das alles gemacht haben. Die fahren aber halt einfach pro Tag deutlich längere Strecken. Mhm. Das ist auch fein, aber wir haben einfach schnell festgestellt, dass das nicht unser Weg ist, dass wir einfach nicht so viel. Ja, wir reisen lieber ein bisschen gemütlicher. Genau. Ja, sehr sympathisch. Ja, das heißt aber, ihr seid dann tatsächlich, ihr habt euch ein Datum gesetzt, wo ihr dann gesagt habt, da wollen wir losfahren. Genau, das war dann im Mai 2022. Da hatten wir gesagt, okay, Anfang Mai wollen wir irgendwie los. Jetzt auch nicht, wir hatten jetzt nicht gesagt, okay, es muss jetzt der 1. Mai sein, sondern Anfang Mai. Und es hat sich dann halt tatsächlich noch ein bisschen alles verzögert, wegen Lieferschwierigkeiten von verschiedenen Dingen. Es war alles ja noch so ein bisschen die Endphase von Corona, Lieferverzögerung von all möglichen Sachen. Und das haben wir relativ lange gemerkt, dass wir auch einfach Equipment nicht so gut bekommen haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und genau, wobei, ich glaube, es ist gerade alles noch rechtzeitig angekommen. Wir hatten so eine Deadline, weil wir halt unsere Wohnung untervermietet hatten. Das heißt, da war halt klar, ab dem Datum müssen wir einfach auch aus unserer Wohnung raus sein. Und dann haben wir noch so eine kleine Abschiedstournee durch Deutschland gemacht, wo wir nochmal bei Max' Familie und meiner Familie waren. Und sind dann auch relativ fix eigentlich durch Österreich durch. Das war nur so ein Transitland eigentlich. Und haben dann erstmal in Slowenien nochmal eine Woche Urlaub gemacht, sozusagen, weil wir gemerkt haben, okay, wir brauchen irgendwie einmal kurz so einen Break zwischen dieser doch etwas anstrengenden Vorbereitungsphase, die es dann am Ende war, damit wir irgendwie auch ein bisschen zur Ruhe kommen und dann auch irgendwie wirklich in der Reise ankommen und das auch von vornherein irgendwie genießen können. Ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, dann wäre man noch so voll gewesen mit den Sachen, die man von zu Hause mitgenommen hat. Das fand ich irgendwie total schön, dass diese eine Woche Stopp nochmal in Slowenien an einem Ort, wo wir dann irgendwie auch einfach wandern waren und nochmal ein bisschen die Sonne genossen haben. Weil es war tatsächlich dann schon ab Slowenien, hatten wir da schon 30 Grad, ne? Ja, und das war genau. Mitte Mai. Das war Mitte Mai und das hat sich dann eigentlich ab da erst ab Oktober wieder etwas geändert, dass wir mal unter 30 Grad gekommen sind. Ja. Oh ja, stimmt. Ihr seid ja Richtung Süden gefahren und dann auch in den Sommer hinein. Das ist natürlich auch schweißtreibend. Aber auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache, dass ihr gesagt habt, wir fahren ein Stück und dann nehmen wir erstmal ein paar Tage frei, um tatsächlich von diesem Adrenalin runterzukommen, um wirklich so ein Tempo hinzukriegen, dass man es genießen kann, nochmal durchatmen kann, nochmal durchzählen kann. Habe ich alle Schlüpfer dabei und so. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, plus eher so das Gegenteil. Wir hatten also jetzt nicht nur Schlüpper, sondern insgesamt haben wir da schon in Slowenien gemerkt, dass wir ein bisschen zu viel eingepackt haben, weil wir tatsächlich erst am Abreisetag in Hamburg, als wir losgefahren sind, haben wir erst das erste Mal packen können, weil dann alles wirklich so da war. Und wir waren natürlich der festen Überzeugung, wir haben genug aussortiert, wir haben nur das Nötigste mit. Als wir dann alles so auf dem Moppets hatten, dachten wir so, okay, also Essen und Trinken tun wir auf der Reise nicht, Gott sei Dank, weil das können wir einfach nicht mehr verstauen. Es ist voll. Wir sind jetzt schon völlig überladen und haben dann, glaube ich, tatsächlich in dieser ersten Woche in Slowenien schon das erste 10 Kilo Paket direkt wieder nach Hause geschickt. 10 Kilo. Jetzt mal rein aus Neugier, was waren denn in diesen 10 Kilo dabei?
Also wir hatten beide einen Fleece dabei, weil wir ja dachten, okay, es wird erst noch warm. Und dann war aber so, okay, wir haben jetzt schon 30 Grad. Die anderen Länder werden tendenziell ja alle noch wärmer. So, ich glaube, wir brauchen kein Fleece. Und dann müssen wir halt irgendwie, wenn es doch mal kalt wird, dann ziehen wir ein paar Sachen übereinander. Und so ein Fleece ist ja auch unfassbar platzraubend. Ja. Dann haben wir auch beide so noch uns Jeanshosen eingepackt, weil wir dachten, wir müssen ja auch irgendwann vielleicht mal in so einem, naja, etwas vorzeigbarer. Dann haben wir auch gedacht, okay, komm, das können wir jetzt eigentlich auch direkt schenken. Ja. Ich glaube, abgesehen von der kurzen Hose brauchen wir keine andere seriöse lange Hose. Die ist dann da auch Seriosität in ein Paket und zurück nach Hause. Ganz genau. Das war, glaube ich, so der Tenor davon. Ja. Und dann irgendwie noch so ein paar Sachen, wo wir am Anfang auch noch dachten, ja, das brauchen wir irgendwie doppelt, wo uns dann aber auch irgendwie dann relativ schnell kam, man kann wahrscheinlich auch in anderen Ländern noch mal Sachen nachkaufen, sollte einmal was kaputt gehen. Und das war vielleicht auch so, wo man so ein bisschen zu überambitioniert am Anfang dachte, ja, aber vielleicht nehmen wir mal besser zwei Sachen mit, wo man jetzt so denkt, so, warum? Ja, genau. Selbst die Fleecejacke oder eine Jeanshose kriegst du überall. Ja. Genau. Absolut. Und das aber eben, ich glaube, dafür war diese Woche Pause auch gut, um einfach noch mal so ein bisschen das auch anders nochmal neu einordnen zu können, irgendwie, und zu sagen, okay, komm, wie eben überall auf der Welt kriegt man die Sachen, die wir dann bräuchten, und sonst gibt es immer eine Alternativlösung, so. Genau. Und deswegen war das ein super Start, quasi noch einmal ein bisschen entschleunigen, Reset, und dann so richtig, danach ist es so richtig losgegangen. Ja, genau, da hat sich dann auch wirklich angefühlt, so, okay, wir sind jetzt los, weil wir waren tatsächlich beide auch noch nicht in Slowenien und in keinen der Länder, die danach dann gekommen sind, waren wir beide halt noch nie. In der Türkei. Ja, genau, in der Türkei war ich schon mal und genau, du auch schon. Ja. Aber in den Ländern dazwischen, also im Balkan waren wir halt noch nicht, und da ging es dann so richtig los, und da folgt ja auch dann Land auf Land. Da fährt man ja dann, selbst wenn man nicht so lange Touren macht pro Tag wie wir, ist man doch meistens in 2 Tagen schnell durch so ein Land durch. Mhm. Ja. Und war das auch dann in Kroatien, wo ihr zum ersten Mal auch auf einer Schotterstraße unterwegs wart? Ja. Oder war das schon in Slowenien, der eine Pass? Da sind wir diese Kopfsteinpflaster-Geschichte. Stimmt, genau. In Slowenien hatten wir einen Pass, wo wir dann... Der Vrsic-Pass. Genau, der Vrsic-Pass oder auf Deutsch, glaube ich, der Wurzelpass. Und da durften wir feststellen, dass es da wohl gang und gäbe war, dass man früher die Spitzkehren mit Kopfsteinpflaster gemacht hat, statt normal Asphalt. Was wir, als wir da hochgefahren sind mit unseren völlig überbepackte Maschinen, irgendwie nicht so cool fanden, dass dann in den Kehren Kopfsteinpflaster waren und wir da so drüber gehoppelt sind, dachten so, oh Gott. Ja, da hat man schon so ein bisschen Puls das erste Mal. Ja. So, okay, vielleicht ist hier doch auch noch mal ein bisschen mehr aus. Ja. Weil wenn man so in die Kurve rum ist und dann macht der Hintern vom Motorrad noch mal so einen Satz, weil das Gepäck da noch mitkommt, haben wir gemerkt, okay, wir sind vielleicht doch etwas überladen und haben also, das war noch vor dieser Woche. Ja, das war noch davor, glaube ich, tatsächlich. Ja. Oder wir, das heißt, also, diese Spitzkehren haben euch dann zum Aussortieren. Zum Abspecken und Aussortieren des Gepäcks veranlasst. Aber wir waren, das müssen wir auch direkt zugeben, auch danach noch heillos überladen, wie uns fast jeder andere, der uns begegnet ist, gesagt hat. Ja, Josh von Wetzlos Weltwärts, der ist wahrscheinlich fast ohnmächtig geworden. Der ist da ja sehr, die haben wirklich eine gute Packdisziplin. Ja. Die sind aber auch wirklich dabei. sehr die sind so genau das unterwegs. Ja, und das andere Extrem, würde ich sagen. Also als Josh erzählt hat, erstmal liebe Grüße an die beiden. als Josh erzählt hat, dass er seinen Titanlöffel nochmal um 3 Zentimeter gekürzt hat, um irgendwie 1,8 Gramm zu sparen, war ich so, okay, ich glaube, wir sprechen hier in ganz anderen Universen. ja. Oder hier so diesen Spritzschutz an der Kette aus Kunststoff, wo ich denke, was wiegt das, 10 Gramm oder so? Ja, die Menge macht's. Ja, genau. Ja, aber dann, um zu den nicht asphaltierten Strand zu kommen, das war tatsächlich in Kroatien, wo wir das erste Mal haben wir uns so eine Schotterstraße dann ein bisschen, wo man dann auch, als man oben war, konnte man so übers Meer gucken, und das war schon wunderschön. Da habe ich, glaube ich, auch schon das erste Mal mein Motorrad. Nee, da bist du einmal umgekippt. Also da haben wir auch schon ein bisschen so Sturzerfahrung mal gesehen. Genau. Aber auch das war irgendwie völlig fein, weil das halt irgendwie auch so mit dazu gehört. Und haben dann, obwohl die so schwer beladen sind, haben wir es dann doch auch geschafft, die zusammen dann auch wieder aufzurichten, irgendwie, ohne dass man das ganze Zeug runtermachen musste. Und das war dann irgendwie auch schon mal super, dass man wusste, okay, mit so viel Gepäck fällt die Maschine ja auch nicht ganz so tief. Dann kriegt man schon einigermaßen wieder aufgerichtet. Das spricht wieder für mehr Gepäck. Ja, deswegen, ja,
Das war schön. Ja. Jo. Ja. Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Albanien. Das sind ja so die Länder, von denen höre ich auch immer nur, dass es unheimlich schön sein, weil es viele Berge gibt, Pässe rauf und runter. Das habt ihr auch genossen? Ja, total. Also eigentlich jedes dieser Länder. Also können wir mal was zu Bosnien sagen, was auch so insgesamt, was einfach wieder eine Erfahrung war, die man auf der Reise gemacht hat, als wir nach Bosnien reingekommen sind. War es einer der heißesten Tage. Es waren, glaube ich, 39 oder 40 Grad. Und wir sind in irgendeiner Ecke von Bosnien reingekommen, wo es komplett trocken und noch heißer war. Und irgendwie war der erste Eindruck so, okay, das ist jetzt Bosnien. Naja. Wir sind in so einer Baustelle gelandet, wo wir wo es keine Straße weiter gab. Also wir waren mitten im Nirgendwo und es war nicht ersichtlich, wie wir irgendwie auf eine größere Straße kommen, wo es dann weitergeht. Also wir wollten in Richtung Mostar fahren. Und genau. Das hat uns auch einfach nochmal so ein bisschen dieses Hin- und Herfahren und immer gefühlt die gleiche Straße hoch und runter mit der und immer danach gesucht, irgendwo einen Abzweig zu finden. Das hat, glaube ich, ein bisschen Energie gekostet. Genau, und das Garmin-Navi hat irgendwie uns auch immer wieder die gleiche Strecke schicken wollen, hat uns dann, als wir irgendwann auf der richtigen Strecke waren, dann etwas davon abgeleitet von der Hauptstrecke und uns nochmal so ein bisschen Offroad geschickt. Wo es dann so eine kleine Sandstrecke nach oben ging. Das war das erste Mal für uns Sand, wo wir dann, glaube ich, beide innerhalb von 50 Meter die Maschine geschmissen haben und gedacht haben, cool, das macht jetzt Spaß, weil 40 Grad die Maschine aufzuheben. Und, Nein, habt ihr dann, im Garmin dann einfach den Adventure-Modus eingeschaltet? Ja, genau. Der war drin, weil wir dachten, ja, wollen wir ja machen. Wir wollen ja auf kleinen Straßen fahren. Das hat Garmin dann sehr persönlich genommen, was oftmals auch zu tollen Strecken geführt hat. Da hätten wir es jetzt nicht gebraucht. Ja. Genau, und dann sind wir in Mostar angekommen und waren dann an dem Tag, haben wir uns, glaube ich, eine Ferienwohnung genommen und unser Gastgeber, der grinste und sagt, ja, dass ihr das jetzt schon so heiß findet, ist ja noch nicht mal Hochsaison, es fehlen ja noch 15 Grad. Und ich meinte, wie noch 15? Ja, im Hochsommer sind hier 55 und das war so. Okay. Ja, weil Mostar auch in so einem Kessel quasi oder in so einem Tal liegt und dadurch steht dann die Hitze da enorm. Und was aber total fasziniert war, ist eben, dass es von dieser wirklich trockenen, heißen Seite, die eben Bosnien auf jeden Fall hat, ging es dann nachher, als wir so dann in Richtung Montenegro gefahren sind, wird es dann plötzlich super grün und fast schon dschungelartig eigentlich. Und das war irgendwie spannend, wie unterschiedlich dieses Land ist, obwohl das jetzt ja auch nicht wahnsinnig groß ist. Ja, genau. Ja. Und wie sich das eben von innerhalb von ein, zwei Tagen plötzlich komplett verändert. Ja. Hey. Cool. Yo, das ist urwaldmäßig, also grün und so, das da. Genau, das, was du jetzt bei uns gerade hier im Hintergrund siehst, das ist tatsächlich Montenegro, aber genauso sah es vorher auch in Bosnien aus. Also das geht an einem Fluss entlang, dann fährt man irgendwann über die Grenze, über den Fluss und ist dann halt in Montenegro, aber in Bosnien sieht es halt genauso aus. Dann hat man auch noch so einen roten Sandboden, dass wir zwischendurch dachten, okay, sind wir jetzt irgendwie in Südafrika plötzlich rausgekommen, haben uns völlig verfahren, aber das war dann tatsächlich da die Ecke und das war super spannend, weil das durch so ein Canyon ging und dann war es endlich wieder grün und es gab Wasser und Abkühlung. Ja. Jo, Montenegro, Albanien. Und von Albanien seid ihr dann rüber nach Nordmazedonien gefahren, ist das richtig? Genau, wir haben in Albanien, das war so das erste Land, finde ich, von den Balkanländern, wo es nochmal deutlich exotischer irgendwie wurde, so vor dem Eindruck, den man auf den Straßen hat. Dabei ist es irgendwie wirklich so von irgendwie super modernen Autos bis zu alten Autos bis zu so Pferdekutschen. War da irgendwie alles auf der Straße unterwegs und ich fand, das war schon nochmal, das hat sich nochmal exotischer angefühlt als die anderen Balkanländer bis dahin. Das fand ich auch. Und dann haben wir schon in der Vorbereitung, haben wir ab und zu mal mit Pavel von Far and Further, heißt er auf Instagram, geschrieben, einfach um so ein bisschen, weil der auch schon super viel gereist ist und wir so ein bisschen uns eben auch nach Reisetipps gefragt haben. Und zu dem Zeitpunkt, als wir in Albanien waren, hat dort die Rally Albania stattgefunden, an der Pavel teilgenommen hat. Und dann hat das geklappt, dass wir, ursprünglich dachten wir mal, wir könnten der Rallye quasi hinterherfahren, was aber völlig absurd war, weil die irgendwie 200 bis 300 Kilometer am Tag machen und alles Offroad und das haben wir einfach nicht, also das war nicht ansatzweise drin für uns. Das ist da tatsächlich so geendet, dass wir einfach am Ziel gewartet haben und das schneller ging, als wären wir ihn hinterher gefahren. Also ihr seid dann sozusagen direkt zum Ziel über Asphalt. Ja, genau, wir haben einfach abgekürzt. Ja, ja.
Und genau, dann haben wir da Pavel getroffen und es war irgendwie auch total schön. Und wir hatten dann ein paar schöne Tage erst noch in Albanien mit ihm gemeinsam. Da hat er uns noch ein bisschen Tirana gezeigt. Genau, und den waren wir auf dem Tab mit ihm, sind noch ein bisschen mit ihm unterwegs gewesen und er hat uns einfach noch ganz viele tolle Tipps gegeben. Und er hat uns auch mit auf Strecken genommen, also auf kleine Abschnitte von der Rallye Albania. Und ich war super froh, weil in diesen drei Tage, die wir da zusammen mit ihm unterwegs waren. Und das war nochmal richtig super, weil wir da mega viel lernen durften. Also ja. Pavel einfach ein mega guter Fahrer ist. Und dann mit so einem Personal Guide da quasi diese Offroad-Strecken zu fahren, das war so richtig, dass man so zwischendurch so einen richtigen Aha-Moment hatte. Ja. Weil wir haben auch vorher nochmal so ein Offroad-Training gemacht. Und das war auch schon wirklich gut, um mal so einen Eindruck zu bekommen. Und dann halt aber jedes Mal, wo du es halt einfach nochmal übst, da draußen auf der Straße, merkt man halt einfach, dass es besser wird und dass es sich vertieft. So. Ja, genau. Am Ende heißt es fahren, fahren, fahren. Ne? Umso mehr du fährst, umso besser klappt es. Ja. Genau, ja. Ja. Ach cool, das ist ja nett von dem, dass er sich auch die Zeit genommen hat, da mit euch unterwegs zu sein. Total, ja, das war wirklich super schön. Und dann hat er uns noch mit, jetzt so ein kleines Wiederaufforstungsprojekt, wo er uns auch noch mal mit hingenommen hat und uns gezeigt hat. Also Pavel ist Albaner? Pavel ist tatsächlich Tscheche, war, glaube ich, insgesamt 4 Jahre auf Weltreise selbst unterwegs und ist dann auf dem Rückweg über Albanien gefahren, durch ein Waldgebiet in Lure. Und hat dann dort gesehen, dass dort ganz viele von den Berghängen, dass die Bäume nicht mehr da waren, hat sich gewundert und hat dann einfach mal die Leute angequatscht, gesagt, was ist denn hier los? Und das ist eigentlich mitten in einem Nationalpark und dann ist da, ich glaube... Hat illegale Rodung eigentlich stattgefunden. Genau, und dann waren eben die ganzen Hänge da kahlgeschlagen. Und irgendwie hat ihn das sehr berührt und mitgenommen, dass er dann mal angefragt hat, so, hey, kann man da irgendwas machen? Und hat dann tatsächlich Trees for Lure gegründet, eine Initiative, die dann wieder Aufforstungsprogramm macht. Ah. Genau, und dann durften wir auch da irgendwie mal mit hingucken. Und ja, das war auch eine total, total schöne Zeit. Und dadurch haben wir irgendwie auch so einen schönen Einblick in Albanien auch bekommen, weil er da einfach auch schon super viel unterwegs war, sich da toll auskannte. Ja, und dann am Ende auch noch einen Tipp für uns hatte, weil wir ja dann unsere Reise fortgesetzt haben nach Nordmazedonien, wie wir am besten quasi von Albanien, welche Route wir da nehmen, um nach Nordmazedonien zu kommen. Und er hat uns auch Fotos gezeigt, es war wunderschön und meinte, das ist auch irgendwie so ein bisschen Offroad, aber das sollte in so einem Maße sein, dass wir das locker schaffen. Ja. Und dann dachten wir, ja, nach den 3 Tagen, wo man ja auch wirklich irgendwie sich dann so richtig auch so ein positives Gefühl, da dachte ich, boah, jetzt habe ich auch voll Offroad-Fahren verstanden. Wir haben uns ein bisschen wie die Rallye gefahren seid. Ja, genau. Wir haben uns ein bisschen wie die Enduro-Offroad-Götter gefühlt. Uns kann jetzt nichts mehr stoppen. Ja, wir haben es jetzt gelernt. Wir haben es durchgespielt. Und mit der Motivation sind wir dann, aber was man auch dazu sagen muss, so in der, also jetzt so im Rückblick waren wir einfach völlig übermüdet, sowohl körperlich als auch einfach kopfmäßig von diesen anstrengenden Tagen davor und sind dann eben in den Mavroro-Nationalpark. Das war die Ecke, die Pavel uns gesagt hat. Und genau. Genau. Sind wir dann hingefahren. Ja, und hatten nach den Tagen in Albanien, hatten wir dann uns einen Morgen noch an die Motorräder gesetzt, mussten die wieder so ein bisschen instand setzen, weil die eben schon auch in Albanien ganz gut gelitten hatten. Ich habe unter meiner Transalpen Unterbodenschutz gehabt aus Metall. Der hielt tatsächlich, glaube ich, nur noch an 2 statt an 4 Schrauben, weil einfach die Schrauben nicht die Schrauben weg waren, sondern die Halterungen, in denen die Schrauben weg waren, haben sich einfach abgerappelt. Die waren einfach nicht mehr da. Das heißt, mal eben anschrauben ging auch nicht. Das heißt, du musst erst eine Halterung da dran bauen. Genau, da kam dann auch wieder der gute, wichtige Tipp, den wir auch jedem Reisen mitnehmen können. Kabelbinder und Panzerband funktioniert immer. Genau. Genau, und dann haben wir die... Dann haben wir die Maschinen da wieder so ein bisschen in Schuss gebracht, haben gemerkt, okay, wir sind müde, haben dann mal geguckt auf diese Strecke, die uns Pavel empfohlen hat und gesehen, so, ja, das sind ja nur 34 Kilometer. Ja, wir sind ja jetzt die Tage mit ihm deutlich länger Offroad gefahren. Das sollte ja gar kein Problem sein. Sind dann morgens mit einem leichten Frühstück, würde ich mal sagen, losgefahren und dachten so, ja, 3-4 Stunden sind wir locker durch. Müssen jetzt auch nicht extra nochmal vorher groß einkaufen und Essen besorgen und Wasser, ja, haben wir auch genug. Lass mal losfahren. Ja, weil wir dachten, wenn das so schon einleitest. Ja, weil wir dachten, es ist ja entspannt. Wir fahren es am Vormittag und dann gehen wir am Nachmittag ganz entspannt wo irgendwie essen und dann auch die nordmazedonische Küche nochmal so auszuprobieren. Das war der Plan. Das war der Plan. Okay. Und wir hatten in den Tagen, oder wir hatten, glaube ich, keinen Tag Regen bis dahin zu der Reise. Also es hat
glaube ich, nicht einmal geregnet, oder? Doch, tatsächlich, als wir in Albanien waren während der Rallye, da hat es auch geregnet. Stimmt, da hat es einmal geregnet, ja. Aber als wir die Tage, als wir dann mit Pavel unterwegs waren, dazwischen, da war es wieder trocken die ganze Zeit. Stimmt, genau. Und dann sind wir eben da in Richtung Mavrovo gefahren und uns kamen dann auch noch drei andere Motorradfahrer entgegen, die sagten so, ja, man kann jetzt ja wieder fahren nach der Woche Regen. Und wir so, ach, es hat eine Woche geregnet. Ja, ja, also ganz starke Regenfälle, aber ist jetzt alles gut. Aber mit euren schweren Maschinen müsst ihr aber auch eigentlich durchkommen. Und dann waren wir beide schon so ein bisschen so, ja, wollen wir mal gucken? Ja, wir können ja im Zweifel umdrehen, wenn es nicht funktioniert. So, und dann sind wir auf diese Strecke rauf, auf diese 34 Kilometer, die angefangen hat. Und das erste Stück war ein Waldstück von, ich glaube, 6 Kilometern. Und im Wald war es halt einfach noch pitch nass und schlammig und Matsch. Und das war unsere, somit unsere erste Offroad-Matsch-Erfahrung mit unseren Reisemaschinen. Und das hat so mittelmäßig geklappt. Und ich glaube, dass wir innerhalb von diesen paar Kilometern schon 3 oder 4 Mal gelegen haben. Ja, ich habe schon 2 Mal mein Motorrad geschmissen. Weil ich eben im Schlamm einfach irgendwie ausgerutscht bin und also ich glaube einfach auch müde war. Und dann war aber, weil ich so müde war, Max hat mich gefragt, so, wollen wir denn jetzt nicht vielleicht umdrehen? Und dann war ich aber irgendwie, wollte ich es dann doch auch wissen und meinte, nee, oder muss ich jetzt doch alles zurückfahren, lass mal einfach weiterfahren, so schlimm wird es schon nicht werden, so. Und dann haben wir es auch raus aus dem Wald geschafft und dann war es auch erstmal wirklich schön, weil sobald wir halt aus dem Wald raus waren, war dann auch das mit der Feuchtigkeit nicht mehr so ein Thema, weil das halt ja auf der Fläche viel einfacher abtrocknet. Und dann waren es erstmal auch so richtig schöne, wie so festgefahrene Wiesenwege eigentlich. Ja. Da konnte man dann auch wirklich gut fahren. Und dann hat man sich auch so hochgeschlängelt in die Berge. Und das war dann irgendwie, die Wege sind zwar immer kleiner geworden und irgendwann war es eher wie so ein Mountainbike-Track. Und da war es aber wirklich super, super schön. Ja, genau, das haben wir ziemlich gefallen. Das sah dann auch so aus wie auf den Bildern, die uns Pavel die Tage vorher gezeigt hat. Und da waren wir so, aha, wir sind richtig, sehr schön, genau, cool. Jetzt wird's gut. Genau, und ja, dann muss man aber sagen, waren wir einfach doch ein bisschen müde und dann haben sich da so die ersten Konzentrations- und Leichtigkeitsfehler so eingeschlichen. Leichtsinnsfehler, genau. Obwohl die Strecke absolut entspannt fahrbar war, haben wir halt irgendwie nicht so aufgepasst und haben uns da auch bestimmt noch jeder dreimal abgelegt und mussten halt die Maschinen dann auch immer wieder aufbocken und haben dann schon gemerkt, okay, das wird ja auch nicht leichter so mit der Zeit, wenn man diese schweren Maschinen mal wieder auch zu zweit hochheben muss. Und haben dann auch gemerkt, ja okay, zu essen haben wir jetzt ja wirklich nichts mit, weil wir dachten, ja brauchen wir nicht. Oh, ja. So viel Wasser haben wir. Wie war die Zeit bis dahin schon fortgeschritten? Also ich glaube, da waren die ersten 4 Stunden locker schon rum. Mhm. Und da dachten wir eigentlich, wir sind ja schon durch. So, und dann habe ich so aufs Navi geguckt und das Navi sagte, glaube ich, noch 18 oder 19 Kilometer. Und das war so, okay, da kommt ja noch ein bisschen was. Aber wenn das so weitergeht wie bisher, ist ja alles gut. Genau, die Wasserreserven waren dann auch ein bisschen knapp, weswegen wir uns dann dagegen entschieden haben, zu sagen, okay, wir zelten jetzt einfach und fahren morgen weiter. Das wäre noch eine Option gewesen. Wir hatten aber kein Essen und nicht genug Wasser mit. Und Lust gab es da tatsächlich auch nicht. Also genau. Es war nicht so gewesen, dass wir gesagt hatten, okay, dann isst man halt mal einen Abend lang irgendwie nichts. Aber dieses Thema Wasser, das hat es einfach dann schwierig gemacht zu sagen, wir bleiben da. Weil ohne Wasser für 24 Stunden, das wäre schon, also das ist einfach dann nicht so doll. Nicht so schön. Ja. Genau, und dann sind wir weitergefahren und dann hörte irgendwann dieser schöne Schotterweg wieder auf und es kam das nächste Waldstück. Und das war ähnlich wie das erste Waldstück, nur noch extremer. Es war noch mehr Wasser und Schlamm. Und ich habe am Anfang noch mit so ein bisschen Galgenhumor zu mir gesagt, da kommen jetzt so 100 Wasserlöcher, das ist ja gar kein Thema. Ich habe irgendwann tatsächlich angefangen mitzuzählen und es waren an die 100 Wasserlöcher, durch die wir durch oder vorbei mussten. Boah. Und wir haben uns da so durchgequält, weil die Maschinen sind uns andauernd umgefallen. Wir waren müde. Die Konzentration war einfach dann auch wirklich restlos weg. Und eben durch dieses vorherige mehrmals Aufheben der Maschinen hat man auch einfach gemerkt, so dass jetzt körperlich auch wirklich eine Grenze erreicht ist. Und mental kam dann auch noch dazu, dass die Grenzen erreicht wurden. Wir hatten so ein bisschen das Glück, dass wenn einer gerade ein bisschen unten war von der Laune und von allem so, dass der andere zu dem Zeitpunkt hoch hatte, dass wir uns eigentlich immer so wieder so ein bisschen so mitgezogen hatten. Das hat sich so ausgeglichen. Aber
es war schon sehr extrem da. Genau, und irgendwann hat man halt gemerkt, okay, Mist, es hat halt dann angefangen zu dämmern und dann wird es ja im Wald jetzt auch immer noch mal ein bisschen schneller dunkel und die Wege wurden halt wirklich immer kleiner und dann lagen halt auch irgendwie Baumstämme auf dem Weg und man konnte dann auch gar nicht mehr so durchfahren, sondern man musste dann halt immer wieder auch absteigen, irgendwie das aus dem Weg räumen, was da lag und wir dachten irgendwann echt so, Mist, also so langsam wird es dann irgendwann richtig dunkel, was machen wir denn, wenn wir jetzt nicht rauskommen? Ihr wolltet noch mittags in ein Restaurant gehen. Ja, den Zeitpunkt haben wir ein bisschen verpasst. Und ja, irgendwann dann um 9 Uhr abends hatten wir es dann rausgeschafft, glaube ich, ne? Da waren wir dann aus dem Wald draußen. Genau, und waren, glaube ich, wirklich nur für diese 34 Kilometer waren wir ein bisschen mehr als 10 Stunden unterwegs. Boah, 10 Stunden, 34 Kilometer, das war, glaube ich, ein sehr heftiges Gelände. Meine Güte. Und also wahrscheinlich hätten wir uns einfach noch mal 2 Tage Zeit zur Regeneration genommen und an unseren Tipp von irgendwie am Anfang gedacht, mit vielleicht mal zwischendurch kurz eine Pause machen, um sich irgendwie so, ne, ein bisschen zu erholen und irgendwie drauf einzustimmen, dann hätten wir das wahrscheinlich auch besser durchgeschafft. Und es hat sich auch nachher dann rausgestellt, wir haben ja mit Pavel noch mal drüber gesprochen, weil ich hatte dann irgendwie, also insgesamt sind wir beide 7-mal umgefallen an dem Tag. Ich habe meine beiden Blinker abgebrochen, der Spiegel war kaputt, wir haben eine Wasserflasche verloren. Bei mir waren einige Sachen verbogen und verknickt. Also ja, genau, vom Kratzern sprechen wir jetzt gar nicht. Ja. Also es war einfach schon, wir haben da schon relativ viel Schweiß und auch Material gelassen. Und haben dann mit Pavel nochmal gesprochen. Da meinte er so, oh nee, also den Weg ist er auch noch nicht gefahren. Und wir hätten einfach, bevor wir wieder in diesen Wald abgebogen sind, hätten wir wohl auch einfach weiter geradeaus fahren können. Und da wäre die Straße gewesen. Und dann hätten wir auch unser Mittagessen wahrscheinlich irgendwie bekommen. Aber wir sind irgendwie falsch abgebogen und haben dann nochmal eine Abkürzung der Abkürzung genommen. Genau, worauf Pavel dann sehr stolz war, dass wir nochmal eine Shortcut von der Shortcut genommen haben. Und er hat sich direkt aufgeschrieben und sagte, dass er sich... Er fährt es auch mal. Er möchte das auch nochmal fahren. Und... so am Ende des Tages, also wir haben uns dann irgendwie nochmal völlig fertig, da dachten wir, okay, jetzt können wir auch nicht mehr zelten, ich schaffe das nicht, noch ein Zelt aufzubauen. Dann sind wir irgendwie nochmal eine Stunde irgendwo hingefahren, bis es so eine Unterkunft gab irgendwie, die so in unser Budget gepasst hat. Und ja, waren wirklich völlig platt, aber das Schöne an diesem Tag ist irgendwie, dass der war wirklich unfassbar anstrengend und ich weiß noch wirklich, als ob es gestern gewesen wäre, wie anstrengend und wie herausfordernd das war. Aber irgendwie war das auch nachher total schön, weil man das eben auch geschafft hat und weil wir das irgendwie zusammen dann auch so geschafft haben, wo man sich gegenseitig immer mal unterstützen konnte, wenn der andere so völlig raus war dann irgendwie und eigentlich am liebsten einfach nur aufgehört hätte und da sitzen geblieben wäre mitten im Nirgendwo. Und deswegen ist es irgendwie so eine schöne Erfahrung gewesen. Ja. Ja, cool, dass ihr das als schöne Erfahrung und jetzt nicht als traumatisches Erlebnis abgespeichert habt. Ja, also Schlamm finde ich nach wie vor nicht so cool, aber da arbeite ich dran. Ja, genau, das hat sich tatsächlich dann noch ein paar Monate so mitgezogen. Immer wenn wir ein Schlammloch gesehen haben, sind wir völlig entspannt, immer haben eine Vollbremse gemacht, haben uns erstmal die Schlammloch angeguckt und mussten einmal durchatmen, bevor wir dann durchgefahren sind. Okay. Erzählt mal was zu Nordmazedonien, ein Land, von dem ich noch nicht viel gehört habe. Ja, also tatsächlich nach unserer intensiven Erfahrung im Avrovo-Nationalpark sind wir dann auch wir sind in die Hauptstadt gefahren. Ja, Skopje. Skopje, genau. Mhm. Und haben uns da dann, glaube ich, auch nochmal 4 Tage eine Ferienwohnung genommen und mussten erstmal ein bisschen klarkommen. Das heißt, deswegen können wir eigentlich nur zum Avrovo-Nationalpark und zu Skopje was sagen. Ah ja, okay. Aber auf der Rückreise sind wir auch nochmal durch Nordmazedonien gekommen. Oh, das war auch nochmal sehr, sehr schöne Strecken, die dann so im Herbstgewand schon waren. Das war auch richtig toll. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich würde sagen, sogar noch ein bisschen unbekannter als Albanien, weil ich glaube, Albanien kommt so seit 1-2 Jahren auch immer mehr, dass da sowohl Motorradfahrer als auch andere Touristen immer mehr hinfahren. Und ich glaube, da ist Nordmazedonien fast noch mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr Geheimtipp. Ja, und wirklich auch super, super nette, also wie überall in allen Ländern, super freundliche, nette, offene Menschen und auch irgendwie so campen ging da mega entspannt. Also und da war die Wasserversorgung, abgesehen von irgendwie im Avrovo-Nationalpark, oder wir waren so im Film, dass wir es einfach nicht gesehen hätten. Das war irgendwie da auch ganz gut. Also immer wenn wir da dann, stimmt, auf der Rückfahrt gezeltet haben, konnten wir eigentlich auch in Flussnähe zelten. Und das war nicht in jedem Land so, weil in manchen Ländern ja dann einfach auch die Flüsse, die wir uns vorher so auf der Karte rausgeguckt hatten, wo wir dann campen wollten, waren dann einfach auch viele ausgetrocknet.
Und da wir dann nachher auf dem Rückweg im Herbst da waren, war das auf jeden Fall kein Thema mehr. Und Ja. das war irgendwie auch schön, wenn man dann irgendwie einfach, wenn es einem leicht fällt zu zählen oder dann die Bedingungen noch so toll sind mit Wasser und man darf sich irgendwie überall hinstellen und wird überall freundlich aufgenommen. Genau. Das heißt, wart ihr Wildcampen oder waren das Campingplätze? Wir haben so eine Mischung gemacht. Also immer, wenn sich die Möglichkeit ergeben hat, wild zu campen, haben wir das auch gemacht. In manchen Ländern, wo es dann aber eben so war, dass das eben schwierig war, irgendwie Wasser zu finden, um sich dann irgendwie auch mal abends zu waschen oder auch einfach um die Vorräte aufzufüllen, dann sind wir auch mal auf Campingplätze gefahren oder eben auch alle Nase lang dann schon auch mal in eine Ferienwohnung, allein auch schon, um mal eine Waschmaschine zu Ja. haben, wo man dann auch mal die Sachen wieder frisch machen konnte, so. Ja, weil das haben wir auch gemerkt, wenn es einfach jeden Tag über 30 Grad sind, trotz unserer guten Merino-Sachen, die wir anhatten, Ja, irgendwann. irgendwann riecht es doch etwas Jo. mehr. Ja, die Erfahrung habt ihr in der Türkei ja bestimmt auch gemacht, oder? Da war es Ja. doch auch noch ordentlich warm, als ihr 2022 in der Türkei wart. Ja, genau. Das ich überlege gerade, wann war denn das? 2022, war das auch im Mai? Das ging. Also wir waren ja dann auch oft im Gebirge unterwegs. Einmal waren wir sogar Okay. im Schnee. Dort waren wir Oh. aber richtig weit Cool. oben. Okay. Ja, ansonsten war es meistens warm, aber jetzt auch nicht zu heiß. Das war jetzt nicht so Okay. extrem wie später jetzt, irgendwie letztes Jahr Brasilien oder so mit Ja. Ah, ja, permanent 30 stimmt. Grad oder so. Nee, Ja. ich habe das noch angenehm in Erinnerung. Genau, ich hatte Okay. sogar meine Lederjacke an und Okay. Okay, krass. Motorradjeans. Also von daher, das war jetzt nicht so super heiß. Ja. Aber es war halt auch nicht im Hochsommer. Ja. Genau, wo wart ihr dann also als ihr in Nordmazedonien wart und Griechenland, was für eine Jahreszeit war das? Welcher Monat? Das müsste dann im Juni gewesen sein, als Ah wir dann da ja, ist ja angekommen schon richtig sind. Sommer, ne? Ja, und auch schon deutlich mehr Sommer, als wir das hier jetzt, sag ich mal, in Hamburg gewohnt sind. Ja. Noch wärmer als in Ja, Hamburg. noch wärmer als in Hamburg und Hey. verrückterweise trocken. Ja. Genau, tatsächlich waren wir in Griechenland nur sehr, sehr kurz, weil zu der Zeit Griechenland einfach unfassbar hohe Benzinpreise hatte, Ja, dass das stimmt. wir da relativ schnell wieder rausgefahren sind. Da waren wir, glaube ich, bei 2,45 € und da haben wir uns gesagt, nee, wenn es ein Land gibt, wo es günstiger ist, was alle anderen waren, dann fahren wir jetzt eher dahin. Genau, dann sind wir relativ fix nach Bulgarien gefahren. Und Genau. das war irgendwie auch total schön, weil in Griechenland war es wirklich auch super heiß zu dem Zeitpunkt. Und dann in Bulgarien war es einfach wieder viel grüner, es gab wieder mehr Wasser und das war irgendwie auch so eine willkommene Abwechslung, mal so wieder so ein bisschen durchatmen, Ah, gut. weil es einfach diese Hitze hat einem schon manchmal auch so ein bisschen zugesetzt. Da Ja. müsste man sich schon auch erstmal ein bisschen Ja. dran gewöhnen in der ganzen Kombi, wenn es dann so mega heiß ist. Da war Bulgarien irgendwie total schön. Genau, und Bulgarien hat uns dann erstmal oder hat erstmal unser Navi noch ein bisschen verwirrt, weil wir hatten im Navi immer eingestellt Mautstraßen aus, dass wir halt nicht auf Mautstraßen kamen und haben uns dann immer gewundert, warum uns das Garmin-Navi nicht nach Bulgarien leiten wollte. Das haben wir erst nicht verstanden, bis wir dann rausgefunden haben, dass eigentlich jede Straße in Bulgarien eine Mautstraße ist, das aber nicht für Motorräder gilt. Und Ah, wie sobald wir das dann praktisch. ausgestellt hatten im Navi, dann hat er uns auch tatsächlich reingeführt, weil wir hatten, wo war denn das noch? Wir haben mehrfach Ziele innerhalb von Bulgarien eingegeben und er hat uns immer über Griechenland dahin geschickt. Das war so ein, hä, was machen wir denn da? Das kann nicht so richtig. Also das ist auf jeden Fall nicht der kürzeste Weg dahin. Ja. Und so sind wir irgendwann drauf gekommen, dass wir dachten so, nee, irgendwie müssen wir noch mal gucken in den Ja. Einstellungen hier vom Navi. Ja, deshalb wichtiger Tipp, wenn ihr nach Bulgarien wollt, schaltet die Mautstraßen als Motorradfahrer wieder ein. Okay, ja, das ist vielleicht wirklich ein guter Tipp. Wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr einen Navi, das ihr zwischendurch tauscht, oder habt ihr jeder eins, oder wie? Genau, wir hatten zu dem Zeitpunkt einen Garmin-Navi und das haben wir dann immer hin und her gewechselt, hatten auf jedem Motorrad eine Halterung dafür, die mit Strom versorgt waren. Und so Ja. konnte jeder dann mal vorfahren, dann konnte der andere mal nur hinterherfahren, was dann oftmals auch ganz angenehm war. Ja. Oder man durfte hinterherfahren und den Staub schlucken und dann hat man gesagt, nee, ich fahre wieder vor und mach Navi, das ist besser. Genau, je nachdem, wie staubig die Straße ist. Ja. Jo, Bulgarien und dann zur Türkei. Genau, dann sind wir in die Türkei gefahren und da haben wir tatsächlich, waren wir erstmal noch für ein paar Tage in Istanbul.
Und genau, Max hat mich auch ein bisschen, wie soll ich das sagen, nervös gemacht, weil Max immer meinte, oh, das ist so anstrengender Verkehr in Istanbul, so, da müssen wir richtig aufpassen. Genau, weil ich war schon mal eine Woche ohne Motorrad, einfach nur als Tourist in Istanbul, fand es wunderschön, hab zu mir gesagt, muss ich dir unbedingt zeigen, die Stadt, aber der Verkehr ist bekloppt, wird mit Motorrad ganz schrecklich. Ja, so, ja, ich bin gespannt, wir wollen ja dieses Jahr nach Istanbul fahren, also erzählt mal, wie ist es da? Genau, also ich hatte vorher wirklich Max hat ein Stretching an der Straße gemacht, um uns körperlich warm zu machen. Ich musste ins Mindset kommen, okay, jetzt geht's in die große Stadt, jetzt wird's bekloppt, jetzt müssen wir aufpassen. Es hat sich dann später herausgestellt, dass es nicht so schlimm ist, wie ich erwartet habe. Tatsächlich hat Istanbul viele, man könnte fast sagen, Stadtautobahnen, mit denen man sich gut durch die Stadt bewegen kann. Mhm. Und wenn man eben schon ein paar Tage in der Türkei unterwegs war, gewöhnt man sich auch an den Verkehr da, und dann ging das in Istanbul tatsächlich ganz gut. Also es ist wirklich sehr voll. Man muss schon gucken, zu welchen Uhrzeit man fährt. So in der Rush-Hour zu fahren, ist halt kein Fahren, sondern dann wirklich nur stehen, und das ist dann bei den Temperaturen nicht so angenehm. Also früh morgens und ab 16, 17 Uhr, da war es dann einfach in Istanbul zu fahren ganz schlimm, weil man stand eigentlich nur. Genau, aber es gibt schon auch recht viel Rollerfahrer, habe ich in Erinnerung. Total. Und wenn man sich an die ein bisschen dranhängt, die dürfen irgendwie auch noch mal so ein bisschen zwischen den Autos langfahren. Und da haben wir uns dann auch einfach ganz häufig irgendwie mit rangeheftet. Und dann ging das wirklich erstaunlich gut. Also es war lange nicht so so trubelig, wie ich das gedacht hätte, ehrlich gesagt, auch doch von so einer großen Stadt. Und dann haben wir die Motorräder aber da auch noch mal für ein paar Tage stehen lassen und waren dann auch noch mal einfach viel zu Fuß in Istanbul unterwegs, weil du dann natürlich irgendwie schon auch noch mal viel einfacher in die Stadtteile kommst und dir so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten und Orte angucken kannst, die man dann so sehen möchte, und halt einfach das auch in normaler Freizeitkleidung machen kann und dann irgendwie auch mal ganz froh war, bei den heißen Temperaturen dann nicht auch den ganzen Tag in der Motorradkombi da dann verbringen zu müssen. Und dann, okay. Ja. Aber ich war danach auch ganz froh, als es dann raus aus Istanbul ging. Also wir waren fünf Tage dort. 5 Tage, ja. Und nach 5 Tagen hatte ich dann schon auch wieder so ein bisschen das Bedürfnis nach Natur und irgendwie mehr wieder draußen sein, und auch habe mich sehr aufs Zelt gefreut. Ja. Und dann sind wir rausgefahren und dann hoch an die Schwarzmeerküste und haben da einen wunderschönen Wildcampingplatz auch gefunden. Direkt oben an den Klippen mit wunderbarem Blick aufs Meer. Das war richtig, ja, das richtig, war richtig toll. Oh, wie habt ihr das gefunden? Hattet ihr auch irgendwie eine App oder einen Tipp von jemandem, oder war das reiner Zufall? Das war tatsächlich über iOverlander. Genau, iOverlander ist noch eine sehr gute Tipp. Wir sind erst woanders. Wir hatten erst einen anderen Spot über iOverlander, wo wir hingefahren sind. Und da stand in der Beschreibung schon, aufpassen, wenn es vorher geregnet hat, sehr viele Wasserlöcher. Und wir waren schon so, oh Gott. Da kam direkt wieder ein bisschen die Panik aus dem Mavrovo zurück. Das Wasserlöchertrauma. Genau. Dann haben wir uns aber trotzdem erst dahin gewagt. Und es gab dann ein paar Wasserlöcher, die wir aber umfahren konnten. Und dann gab es 3 große, die wir nicht umfahren konnten. Und ich so zu mir, ja komm, die sind wahrscheinlich nicht so tief, aber ich teste das vorher einmal aus. Hab mir einen Stock genommen, hab diesen Stock in das Wasserloch gesteckt, ihn reingesteckt. Und irgendwann war dieser Stock halt komplett weg. Und das war so, okay, gut, dass wir es getestet haben. Da drin wären wir einfach, das Moped wäre einfach da drin gewesen und dann wären wir einfach gegangen. Das hätten wir dann nicht wieder rausgekriegt. Sind dann da umgedreht und haben dann durch Zufall diesen anderen wunderschönen Platz gefunden, direkt da oben auf der Klippe. Und wie das dann da so ist, man stellt sich hin, da steht ein Camper, der natürlich auch aus Deutschland kommt. Das war dann auch ein ganz nettes deutsches Pärchen, die dann noch einen Tag da, glaube ich, standen. Und dann kam eben noch Josh und Johanna von Wetzus Weltwetz dazu. Und dann haben wir da 3 nette Tage zusammen verbracht. Hey, genau, das war dann wahrscheinlich, nachdem wir denen begegnet sind. Damals waren wir auch im 2022 in der Türkei, sind ein paar Tage zusammen mit Johanna und Joshua gefahren. Und dann sind die wiederum, genau, wir sind dann abgebogen nach Zypern und sie sind dann Richtung Norden gefahren und haben euch dann später getroffen. Waren die da auch mit dem Freund zusammen? Moment, wie hieß er noch? Oder waren die nur zu zweit? Der war da nicht mehr dabei. Genau, die waren nur zu zweit, ja. Ja.
Das und eben, ich erinnere mich auch noch, dass sie uns eben berichtet haben, dass sie vorher mit euch unterwegs waren und euch eben auch getroffen hatten. Und wir hatten das auch so ein bisschen über Instagram ja mitverfolgt. Und ja, das war dann irgendwie ganz witzig, dass das so in einen Zeitraum irgendwie ja, gefallen ist. Die kleine Motorradreisenden-Welt. Ja, genau. Hätten wir es noch besser getimt, hätten wir uns alle zusammen getroffen, aber gut. Ja, das ist überhaupt irgendwie geklappt, ist schon schön. Ich glaube tatsächlich vorher, 2 oder 3 Wochen vor, war ja sogar noch der Walle, war auch noch in Istanbul. Stimmt. Den haben wir auch ganz knapp verpasst. Ach, war das auch 22? Hey. Ja, genau, weil der war nämlich, ich glaube sogar... Ach stimmt, der ist den beiden ja auch begegnet. Ja, ich erinnere mich. Stimmt, davon haben wir auch erzählt. Jo. Ja, genau. Das also, große Treffen der Motorradreiseszene in der Türkei. Ja. Ja, genau. Und dann... Die Türkei ist ja wirklich lang, deswegen waren wir auch wirklich lange in der Türkei und hatten dann auch nochmal eine Panne, wo mein Motorrad irgendwie so Ersatzteile aus Deutschland gebraucht hat, weshalb wir dann da auch nochmal so für 2,5 Wochen ein bisschen warten mussten. Oh, und, was passiert? Der Vergaser war kaputt, der war einfach undicht quasi, das was in dem Vergaser die ist. Die Schwimmerkammer hatte irgendwie eine kleine Welle und dadurch ist dann immer Benzin rausgelaufen, der hat nicht richtig geschlossen und das mochte die BMW irgendwie nicht so gern. Das war dann echt, also da ist einfach überall aus der Maschine kam dann irgendwann Benzin und danach wir so, oh, es ist jetzt aber, wir haben ja noch nicht, also da hatten wir vielleicht gerade die Hälfte der Reise hinter uns und dachten wir so, oh, das muss jetzt irgendwie schon reparieren. Und da haben wir dann so ein bisschen gemerkt, okay, die Idee mit alten Motorrädern loszufahren, um einfache Ersatzteile zu bekommen. Das ist dann in dem Fall zumindest nicht aufgegangen, weil, wie dann eben meinte, sorry, aber die Maschine ist so alt, da werdet ihr hier in der Türkei wahrscheinlich kein Ersatzteil finden. Oh, echt? Zu alt. Ja, und der zweite Satz war dann so, ja, was ist denn eigentlich mit euch los? Warum fahrt ihr denn mit so alten, ollen Maschinen hier durch die Gegend? Warum habt ihr denn nichts Neues? Ihr seid doch aus Deutschland. Ja. genau, aber das war dann irgendwie auch total schön, weil in der Zeit, wo wir auf die Ersatzteile warten mussten, haben wir uns dann mit Yusuf, dem Werkstattbesitzer quasi angefreundet und der hat uns dann irgendwie einfach so mit in, die hatten einen Motorradclub und da wurden wir dann auch so ein bisschen mit aufgenommen und das war dann einfach nachher auch eine total schöne Erfahrung, dass auch sowas nervig, wo man erst sagte, oh Mist, jetzt sitzen die hier fest und jetzt müssen wir warten und wer weiß, wie lange diese Ersatzteile brauchen, hat man danach einfach richtig schöne Kontakte und Freundschaften haben sich daraus ergeben. Genau. So. Ja. Und schön. Genau dann. Was war das für ein Typ, dieser Yusuf? Ja, Yusuf ist selber leidenschaftlicher Motorradfahrer, ist so circa in unserem Alter, auch so Ende 20. Ja, genau. Ist so. Und ja, dann er konnte Englisch, nicht perfekt, aber man konnte sich unterhalten und der Rest hat dann der Google-Übersetzer gemacht. Er war aber tatsächlich so in seinem Bekanntenkreis und mit der Einzige, der wirklich Englisch konnte. Ja. Genau, wie habt ihr es dann sonst immer gelöst? Ich meine, auch die anderen Länder ist ja nicht immer so selbstverständlich, dass alle Menschen Englisch sprechen. Genau, also tatsächlich, der Google-Übersetzer hat uns da sehr viel gute Hilfe geleistet, weil man kann sich ja auch alle die Sprachen offline herunterladen, dass man die, selbst wenn man kein Internet hat, gut verwenden kann. Und dann haben wir halt wirklich diese Funktion verwendet, dass wir irgendwie was auf Deutsch gesagt haben, dann kam die Übersetzung und der andere hat dann in seiner Landessprache das reingesprochen. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Oder wenn mal gar nichts ging, kannten die eigentlich immer irgendjemanden, der Englisch konnte und der wurde dann angerufen und dann wurde halt per Telefon hin und her übersetzt. Ja. Und so hat es eigentlich immer funktioniert. Und wenn gar nichts ging, mit Händen und Füßen konnte man sich immer irgendwie verständigen. Genau, und Yusuf ist einfach ein ganz lebensfroher, lieber Typ, der uns dann die Motorräder fertig gemacht hat, hat uns dann Erzincan, das war die Stadt, wo er lebt, wo wir dann einfach irgendwann gefühlt so wie Ehrenbürger waren, weil wir uns da total auskannten und jeder uns gegrüßt hat auf der Straße, weil wir die beiden Albans waren mit den kaputten Motorrädern. Man kannte uns also auch. Und das war einfach total nett, weil er uns seiner Familie, seinen Freunden, seinem Motorradclub vorgestellt hat und uns da einfach total integriert hat, dass sich das jetzt trotz der Verzögerung von bestimmt 2,5 Wochen hat sich dann am Ende nicht mehr so schlimm angefühlt, dass man da jetzt so festgesessen hat, sondern es war eine richtig schöne Zeit. Genau, ja. Ah, so. Klasse. Könntet ihr so ein bisschen türkische Biker-Kultur auch kennenlernen. Ja, das war dann absolut so. Und als wir, das ist gerade so ein bisschen vorweg, aber wir sind dann später auch wieder an der gleichen Grenze wieder rausgekommen aus dem Iran. Und das war dann auch so ein bisschen, hat sich ein bisschen wie nach Hause kommen dann auch angefühlt, weil wir eben davor so lange dort waren und dort so viele kennengelernt haben. Ja. Und das habt ihr wieder getroffen?
Genau, ja, wir waren dann nochmal in Erzincan, ja. Dann haben wir die alle wieder gesehen und irgendwie man kannte sich so ein bisschen aus oder wusste, wo man einkaufen gehen kann, wo man was bekommt. Und das war irgendwie dann auch total nett, weil es wirklich so das erste Mal so ein bisschen nach Hause, also so ein Zuhausegefühl war, an einen Ort gebunden. Nicht nur, okay, zu Hause ist da, wo das Zelt steht oder wo wir beide sind, sondern eben dieser Ort war dann irgendwie auch so ein bisschen zu Hause wieder. Ja. Ja, schön, wunderbar. Aber das Ersatzteil, also dieser Vergaser oder ein Teil von dem Vergaser muss dann wirklich aus Deutschland importiert werden? Ja, genau. Also diese Schwimmerteile wurden dann aus Deutschland verschickt und dann in der Türkei neu eingebaut und danach lief das Moped auch wieder super. Also aber jetzt bin ich froh, dass wir ein Motorrad haben, was kein Vergaser mehr hat. Dann haben wir das jetzt mittlerweile dann doch auf Einspritzung. Genau. Sehr gut. Ja, ihr habt Johanna und Joshua getroffen. Seid mit denen auch ein Stück zusammengefahren? Gefahren tatsächlich nicht, sondern wir haben wirklich nur diese 3 Tage an der Schwarzmeerküste da gezeltet. Ah, ja. Genau, ich bin mit Josh tatsächlich ein bisschen Klippenspringen gegangen. Josh sagte, ja, er ist ja auch Rettungsschwimmer und es wäre auch gar kein Thema, wir können da einfach die 10 Meter runterspringen, was soll da passieren? Und ich war so, okay. Josh ist dann immer schön vorgesprungen und ich bin dann nachgesprungen, nachdem dann so aufmunternde Worte von unten kamen, Max, je länger du da oben stehst, desto schlimmer wird's. Es war so, danke Josh, ich hab schon Angst, super. So ist er. Ja, so ist er. Und tatsächlich sind wir da jeder mal mit den beiden CRFs von den beiden ein bisschen an der Küste rumgefahren. Also oben durften wir mal die beiden Motorräder von den beiden testen und Josh sagte so, hier, jetzt könnt ihr mal Motorrad fahren, was nicht so schwer beladen ist, was viel leichtgängiger ist. Und da haben wir dann festgestellt, so fühlt sich also eine Federung in einem Motorrad an, weil unsere Motorräder hatten keine besonders gute Federung. Wir hatten, glaube ich, beide die Standardfederung. Ja, und ich habe mir da auch im Vorwege, ehrlich gesagt, nicht so Gedanken gemacht, dass das irgendwie ein Thema sein könnte, dass wir nochmal eine neue Federung da einbauen. Das hätte uns wahrscheinlich ein bisschen Rückenschmerzen erspart. Genau, weil unsere Maschinen sind eigentlich immer überall wie so ein Panzer durchgebrettert und ja, haben eigentlich nicht viel gefedert. Also immer nur so das Minimale halt. Wir haben so haben die uns also so ein bisschen heiß gemacht. Ich habe langsam den Verdacht, dass Johanna und Joshua irgendwie so Werbung für Honda machen, weil Sonja ist ja damals auch die CRF gefahren und hat sich da auch später dran erinnert und gesagt, Mensch, irgendwie, das war das erste Mal, dass ich nicht mit so einer alten Karre mit Vergasermotor und Sonja fährt ja so eine kleine SR125, das ist ja wirklich ein ganz rudimentäres Motorrad, mit dem man nur schwer um die Kurven kommt und Kupplung und alles ist schwierig und so. Und das war dann das erste Mal so ein leichtes, modernes Motorrad, sowas gibt's auch, hey. Ja. Und ihr habt euch ja später sogar genau diese Honda CRF gekauft, also. Genau. Also es war sehr werbewirksam, direkt angefixt. Und George hat auch nochmal gezeigt, wie einfach man da Sachen reparieren kann, im Gegensatz zu irgendwie 20 Schrauben, die man an unseren Motorrädern lockern musste, um an die Batterie zu kommen oder irgendwie eine Glühbirne zu wechseln. Und da wurde uns das erste Mal der Floh ins Ohr gesetzt, dass das ja vielleicht eine Alternative sein könnte. Gutes Motorrad sein könnte, ja. Ja, Honda wird's los. Genau. Ja, eigentlich schon. Eigentlich müssten sie ihren Namen ändern. Ja. Und ich habe gesehen, ihr seid auch noch mit einem anderen Paar von Motorradreisenden begegnet. Dada Around the World. Ja, genau. Das sind Daniel und Anna, zwei Süddeutsche. In der Nähe von Bayern kommen die her. Mit denen waren wir tatsächlich in Erzincan. haben wir uns getroffen und waren dann haben mit denen noch ein paar nette Tage verbracht. Und sind dann auf dem Rückweg tatsächlich nochmal, ich glaube, 5 Tage mit den beiden oder 6. Ja. Nochmal eine knappe Woche mit den beiden unterwegs gewesen. Die kamen auch wieder kurz nach uns aus dem Iran, sodass wir eben dann so einen Teil, wobei wir haben eigentlich die ganze Türkei zusammen zurückgelegt auf dem Rückweg. Ist schon auf dem Rückweg? Ja, doch, stimmt, wir sind bis Istanbul zusammengefahren. Ja. Ah ja, genau. Und ja. Und dann haben wir später in Armenien haben wir dann noch Lisa und Marc getroffen, die ja auch letztens bei dir im Podcast waren, die beiden Baltic to Pamirs. Genau, Baltic to Pamir, Lisa und Marc. Ja. Mensch, die ganze Szene trifft sich in der Türkei. Witzig. Ja, es waren viele unterwegs zu der Zeit. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön, das immer wieder so zu erleben, dass eben auch andere Reisende mit den Motoren unterwegs sind, man sich trifft oder man sich wenigstens austauschen kann. Ja. Also wir hatten tatsächlich in Nordmazedonien hatten wir nochmal ein deutsches Pärchen getroffen,
die da ein bisschen unterwegs waren. Also es waren überall welche und das ist ja auch irgendwie einfach, gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, dass man einfach weiß, so hey, da sind noch andere, die ähnlich bekloppt sind wie wir und ähnliche Sachen machen, die einem Tipps geben können, deren Erfahrung man teilen kann und das war richtig gut, ja. Ja, das ist schön. Aber ihr seid dann nicht direkt von der Türkei in den Iran gefahren, sondern habt dann nochmal eine Biege gemacht über Georgien und Armenien. Ganz genau, ja. Ja, das war auch wirklich wunderschön. Also gerade Georgien war auch wirklich schon so, wie man sich das vorgestellt hat. Also am Anfang war es viel, es war fast schon schwül und auch wieder so dschungelmäßig. Mhm. Wir sind da an der Küste rausgekommen quasi. Weißt du noch, wie die Stadt da heißt? Batumi war das. Batumi, genau. Mhm. Und da war es tatsächlich auch schon recht voll, weil einfach zu der Jahreszeit auch viel Tourismus stattgefunden hat, sodass wir dann relativ zügig geguckt haben, dass wir hoch in diese Berge kommen. Und das war wirklich mega beeindruckend, weil halt diese Bilder, die wir vorher gesehen hatten, mit diesen riesigen, grünen, bewachsenen Bergen, das sah halt einfach genauso aus, wo irgendwie hey, halt nochmal der Kaukasus. Genau, ja. Krasser in echt so. Ja. Und das war auch tatsächlich, also das ist auch einfach ein perfektes Campingland. Und die Georgier sind auch so unfassbar herzliche Menschen. Da haben wir auch so viele, auch einheimische Motorradfahrer oder auch mit so ausgebauten oder so 4x4, so Geländewagen, ja. Genau, getroffen. Und alle, genau, da saß man irgendwie auch mal zusammen und hat irgendwie sein Essen so geteilt und sich dann so ein bisschen ausgetauscht. Das war wirklich eine super, super, super schöne Zeit. Und was da auch total schön war, dass es eine wahnsinnig große Auswahl an vegetarischem Essen gab. Das war in den Ländern davor nicht immer so und das war irgendwie auch total schön, weil die so leckeres Essen einfach auch haben. Also die georgische Küche ist wirklich ein absoluter Geheimtipp. Damit haben wir, also bewusst, wir hatten Georgien wirklich, wie man sich das vorstellt, mit den Bergen im Kopf. Das war so unser Georgien-Bild. Und ja, genau. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Küche uns so umhaut. Und das war wirklich mega lecker. Wirklich toll. Also viel mit Kräutern, Gewürzen. Sie machen sehr viel verschiedene Käse. So ein ganz tolles Brot und also wirklich richtig vegetarische Gerichte, was jetzt nicht nur eine Beilage ist wie in vielen Ländern davor, ja. Die ja doch so Balkanküche ja eher etwas fleischlastiger genau. ist. Ja, ja. Und für Mia war das dann manchmal ein bisschen schwierig, ja. etwas Fleischloses zu bekommen, was eben nicht nur Reis und ein bisschen gegrilltes Gemüse ist. Und das hat sich dann in Georgien sehr gewandelt und das war wieder sehr, sehr schön. Ah ja, bist du Vegetarierin? Ja, genau. Und eben, es ging immer, also so Salat oder eben auch, wie Max schon sagte, Reis und sowas gibt's ja eigentlich immer, aber ja gut, aber ja. Es ist doof, wenn es ja immer nur die Beilage ist. Das ist ja, also zumindest, dass es dann nachher so wirklich in Georgien so vielfältige Gemüsegerichte gab, das war dann schon, also einfach auch eine schöne Abwechslung danach. Ja. Dann beschreib doch mal, was war dein Lieblingsgemüsegericht in Georgien? Also es gab so super leckere Käse Rollen in Frischkäse eigentlich nochmal. Es klingt ein bisschen, es ist viel Käse. Aber auch so Auberginenrollen mit so einer Paste, wo Koriander und so noch drin ist. Das war mega lecker. Dann gibt es so einen super leckeren georgischen Salat. Der ist aus Tomaten, Gurken, bisschen Zwiebeln ist da auch drin. Und dann werden einfach nur so Walnüsse eigentlich wie gemahlen. Und das ist dann so das Dressing. Und das schmeckt auch wahnsinnig lecker. Also Salat mit Walnuss. Paste eigentlich. Ja. Und Khachapuri. Das absolut ist was ist das? Das ist eine Teigware. Also das ist wie so ein Fladen. Also ähnlich wie eine Pide im Endeffekt. Also wie eine türkische Pide. Genau, wo dann auch Käse drin ist und dann bei den krassen Khachapuris ist da auch ein Ei drin. Und das vermischt man dann so. Und das war auch, das ist natürlich kein Gemüse, aber das war wirklich super lecker. Ja. Und ganz, ganz viel mit Granatäpfeln, die da auch einfach an jeder Straßenecke einfach an den Büschen hängen und die man sich so mitpflücken und mitnehmen kann. Das war halt auch richtig toll. Das haben wir natürlich auch sehr gefeiert, dass wir dann einfach in unsere abendliche Küche oder morgens oder mittags einfach Granatäpfelkerne einstreuen konnten. Das war richtig super. Ah ja, stimmt. Das ist auch lecker, wenn man die einfach nur die Kerne da so reinpackt. Genau, die kann man überall. Habt ihr so auch sehr viel selbst gekocht? Ja, tatsächlich schon. Ja. Das war irgendwie auch immer
schon so ein schönes Abendritual irgendwie. Wir haben so einen kleinen Campingkocher dabei gehabt und wir haben wirklich, ich würde sagen, wir haben meistens irgendwie so einmal am Tag wahrscheinlich irgendwie uns was Kleines geholt gehabt, einfach um auch so ein bisschen eben auch die Küche der jeweiligen Länder immer so auszuprobieren und haben dann aber meistens schon abends auch nochmal was Kleines selber gekocht so. Und dadurch war das auch in den vorherigen Ländern auch mit irgendwie vegetarisch sein, war das dann relativ unkompliziert, weil man ja dann abends, wenn man selber kocht, kannst du dir ja kochen, auch was du dann irgendwie Lust hast. Ja, das hat immer, das gehört irgendwie schon auch mit dazu. So. Ja, genau. Und das war auch mal schön, wenn man sich eben sein eigenes Essen abends machen kann und darf man so viel, wie man möchte und den Tag so zusammen. Genau, den Tag aber auch nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, was ist so passiert, was würden wir uns irgendwie gerne für morgen wünschen oder was, auf was haben wir Lust so. Das, ja. Hat da immer gut zusammengepasst. Ja, und wir beide sind einfach große Fans davon, wenn man im Ausland ist, in die Supermärkte zu gehen, weil die ja einfach ganz anders sind als in Deutschland. Das das mache ich auch. Nur gucken, alleine zu gucken, was haben die da für Sachen? Was ist das eigentlich? Genau. Haben ja so ganz normale Gegenstände, die ganz anders aussehen. Ja. Und man muss erstmal dreimal nachdenken, was könnte das denn, dieser Schriftzug und so bedeuten? Mhm. Ja. Ja, cool. Genau, ja. Apropos Schriftzug, ne? Georgien hat ja auch immer seine eigene Schrift. Ja, das durften wir dann auch feststellen. Das war uns sieht wohl wunderschön auch, aus. Ja, es ist wirklich eine wunderschöne Schrift. Wir haben das manchmal so ein bisschen wie so eine Märchenschrift eigentlich. Ja, genau, so eine Märchenschrift oder so elfisch oder so. Also uns war das vorher nicht so bewusst, dass die eine ganz andere Schrift haben. Die haben, glaube ich, auch eine der ältesten Schriftarten der Welt. Das haben wir später, glaube ich, mal nachgeguckt. Also es ist deutlich älter, als wir das hier in Europa, glaube ich, haben. Mhm. Und sie haben auch mehr Buchstaben als wir. Die Zahlen sind, glaube ich, dann gleich. Die konnte man so lesen. Mhm. Und die Schriftzeichen musste man manchmal ein bisschen gucken. Aber da tatsächlich auch wieder die, es gibt von Google Übersetzer auch, dass man das mit dem Handy anzeigen kann und dann übersetzt er tatsächlich auch diese Schriftart. Das war hilfreich. Wie praktisch. Das war dann beim Einkaufen oftmals hilfreich, wenn man dann auf die Packung was gemacht hat. Also er spuckt manchmal auch totalen Quatsch aus, dass man denkt so, okay, das wird jetzt hoffentlich nicht heißen, was er jetzt gesagt hat. Dann kaufe ich es lieber nicht. Aber insgesamt kam man damit dann ganz gut zurecht. Ja, ist das hier eine Gewürzpaste oder doch eine Fußcreme? Ja. Solche essentiellen Fragen konnte man dann ganz gut. Ja, und Buchweizen war auch tatsächlich noch ein Thema, wenn ich so an Georgien denke. Das, ja, es gab ganz viel Buchweizen tatsächlich. Und das war auch sehr lecker. Und was da auch spannend war, und das war aber auch schon in der Türkei so, dass es selbst an diesen Raststätten konnte man richtig leckeres, frisches, egal jetzt ob eben in der Türkei türkisches Essen oder in Georgien georgisches Essen, die haben da irgendwie auch eine andere Kochkultur an eben Autobahnraststätten. Da gibt es dann nicht nur irgendwie Fastfood, sondern so richtige, normale gute Küche, Landesküche. So. Und das ist... das war auch irgendwie total schön, dass man auch wusste, man kann auch mal an sowas, an so einer Raststätte rausfahren und kriegt aber wirklich leckeres, frisches Essen. Oh ja, stimmt. Das ging uns in Brasilien auch so. In Brasilien ist das auch so gang und gäbe, dass es an größeren Raststätten auch gute Restaurants gibt und zu guten Preisen. Also nicht so wie in Deutschland, willst du das schlechteste Essen haben, fahr einfach zu einer Raststätte. So, und da ist es wirklich so, also klar, natürlich Spitzenköche sind es nicht, aber es ist eben halt ein gutes, wirklich qualitativ gutes Essen, bezahlbar. Und wenn wir da nichts gefunden haben, haben wir einfach geguckt, wo ist hier die nächste große Tankstelle. Da gibt es dann immer ein Restaurant und das ist dann wirklich empfehlenswert. Und schön, dass da ihr euch da auch so oder zurechtgefunden habt. Ja. Cool. Jo, genau, und Georgien. Dann, genau, und Georgien hatte halt wirklich viele wunderbare Pässe, in die man fahren kann. Und da haben wir uns dann tatsächlich auf den Arbano-Pass begeben. Und das war dann so der höchste Punkt, den wir auf unserer Reise erreicht haben. Als wir ganz oben waren, waren wir auf ein bisschen mehr als 3000 Metern. Und wenn man sich dann da über irgendwie 2-3 Stunden so hochschlängelt und dann irgendwann oben angekommen ist und dann diesen wunderbaren Blick über die Berge hat, das war auch nochmal ein Erlebnis, was mir immer noch sehr, sehr präsent ist, wie wir da gesessen haben und einfach über diese Ebene geguckt haben, wo man ganz oben gesessen hat. Und das war dann für mich eigentlich so das absolute Highlight. Wir sind ganz oben angekommen, da war ein ganz kleiner Parkplatz und auf diesem Parkplatz stand ein Bulli, wo eine Frau hausgemachten Kuchen verkauft hat. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme total begeistert, weil ich ein riesen Kuchenfan bin und dachte, das gibt's doch gar nicht. So Fata Morgana, das gibt's doch eigentlich nur in der Wüste. Warum haben wir jetzt hier auf einem 3000 Meter hohen Berg auf einmal einen Wagen, der Kuchen verkauft? Und stimmt, dann war das normalerweise gibt's Kuchen immer nur in der Wüste, ja. Und da war das eine ganz, ganz liebe, liebe, nette Frau, die diesen Kuchen verkauft hat. Und dann halt auch nicht nur einen, sondern ich glaube, sie hatte 10 verschiedene Sorten die sie dann hatte. Durchprobiert? Fast.
Sie war auch etwas irritiert, als ich sagte, ja, so 6 verschiedene würde ich schon nehmen. Und er war super, super, super lecker und hat echt toll geschmeckt und war einfach eine tolle Überraschung, auf 3000 Meter so einen Kuchenstand zu haben. Ja. Ah, super. Eine tolle Kombination. Motorradfahren und Kuchen essen. Ja. Was für Kuchen war denn das? In dem einen waren wie so eingelegte Tannenzapfen drin. Das war so der abgefahrenste. Die waren irgendwie total weich. Jetzt wird's ein bisschen kulinarischer Podcast hier, aber die waren dann nicht mehr so hart, wie man sich so einen Tannenzapfen vorstellt, sondern genau, die konnte man dann einfach so einfach so lecker essen. Und ja, das war so der ausgefallenste. Die anderen waren auch super lecker, aber dass man so Tannenzapfen einlegen und dann essen kann, das fand ich, das kann ich bis dahin noch nicht. Ja. Das war cool. Ja. Herzlich willkommen zu Pegaso Reiseküche, den Tipps fürs kulinarische Motorradreisen. Super, auf dem Abano-Pass oben Kuchen essen. Toll. Jo, und dann seid ihr irgendwann weiter noch Richtung Armenien gefahren? Genau, da sind wir nach Armenien gefahren und waren, am Anfang dachten wir auch, das wird vielleicht eher so wie Österreich, so ein Transitland, um dann eben in den Iran, so das zweite Sehnsuchtsland zu kommen. Und dann waren wir aber schon direkt hinter der Grenze, war es irgendwie, als wir gerade frisch in Armenien waren, war es auch so wunderschön und wir wurden auch irgendwie direkt super freundlich angesprochen. So dass wir dann von ursprünglich mal so 2 Tagen, die wir da geplant hatten, eher ein bisschen zügig durchzufahren, sind wir dann auch über eine Woche dort gewesen, haben uns, Jerewan auch da die Hauptstadt nochmal ein bisschen angeguckt, weil wir auch dachten, okay, komm, wir machen nochmal ein bisschen auch einen Service an den Motorrädern, bevor es dann in den Iran geht, weil wir da eben nicht wussten, wie gut bekommen wir da auch so Ersatzteile oder einfach auch sowas wie Öl für unsere Motorräder oder auch einen Filter dann nachher. Ja. Sodass wir da nochmal dachten, okay, dann nutzen wir das nochmal, machen die Motorräder nochmal ein bisschen hübsch und ja, haben auch da das Land wirklich sehr genossen und dann ja da eben auch tatsächlich Lisa und Mark kennengelernt, die ja in die gleiche Richtung wollten. Genau. Ja. In Armenien. Genau, das war in Armenien und auch so durch Zufall ineinander reingefahren und das war irgendwie auch amüsant, weil man sich vorher schon irgendwie so über Instagram immer so ein bisschen ausgetauscht hatte, eben weil wir in die gleiche Richtung gefahren sind. Und dann da aber durch Zufall uns am Straßenrand getroffen haben. Ja. Und ja, dann sind wir mit denen noch ein paar Tage in Armenien gewesen und haben uns dann mit Lisa und Marc dann zusammen aufgemacht in den Iran. Ja. Dann okay, noch einmal kurz zu Armenien. Irgendwelche, später gab es ja auch die Auseinandersetzung mit Aserbaidschan. War da schon irgendwas in der Luft spürbar oder so? Habt ihr Tatsächlich war das gar nicht. Also es war wirklich 2 Wochen, nachdem wir da gewesen sind, hat diese Auseinandersetzung tatsächlich angefangen. Also wir sind knapp vorweg dahergefahren. Genau, und als wir in Armenien waren, waren wir tatsächlich auch noch in Bergkarabach und haben das, also das ist einfach ein Ort, den du besichtigen kannst, irgendwie die ganzen Höhlen und da gibt es irgendwie so eine Hängebrücke und so weiter. Da waren wir unterwegs und haben uns das eben angeguckt. Es war super friedlich. Und natürlich wusste man irgendwie um die Geschichte dieses Ortes und so, aber da war irgendwie gar nichts. Und das war nachher schon auch irgendwie ein seltsames Gefühl, dass man dachte, okay, vor 2 Wochen war man da noch und war mit anderen Leuten, hat man sich irgendwie das angeschaut und dann eben 2 Wochen später sieht die Situation ganz anders aus und ja, dieser Konflikt ist da wieder hochgekocht. So. Genau, Aserbaidschan hat einfach Bergkarabach militärisch eingenommen, ne? Ja, ganz genau. Ja. Genau, das war schon so, dass man das im Grenz, also man hat schon ein bisschen auch die Grenzanlagen, die hat man gesehen, dass es einfach, also die waren da, aber zu dem Zeitpunkt zumindest nicht sichtbar bemannt. Ja, genau, also da war jetzt keine vermehrte, genau. Ja, ja. Militärpräsenz oder sowas gab, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall. Ja. Und was war in Armenien euer Lieblingsessen? Also die armenische Küche hat so ein bisschen der georgischen, würde ich sagen, geähnelt. Also es ging in eine ähnliche Richtung und war halt auch wirklich eine ganz tolle Küche, aber es gab so eine leckere, so eine Joghurt-Suppe. Oh, ja, die war kalt. Ja. Die hat man kalt gegessen und das war sehr, also es war einfach super erfrischend. Ja, stimmt. Da war irgendwie eben Joghurt und Gurke und
Gewürze waren da drinne. Oh, hey. Und genau, und das war sehr lecker. Ja, stimmt. Das hatte ich bis dahin, hat mir das, glaube ich, auch noch nicht in einem anderen Land gehabt. Das würde ich jetzt mal so als das spontan die Erinnerung. Ja, und dann wird es nochmal richtig spannend. Ihr seid in den Iran reingefahren. Normalerweise, oder nein, man braucht ja für den Iran ein Visum. Wie habt ihr das organisiert? Das haben wir von unterwegs gemacht, weil wir eben keinen festen Zeitplan hatten, wann wir wo sein wollten, dachten wir machen das von unterwegs. Und das ging dann auch relativ einfach. Wir haben das über eine Online-Agentur gemacht und haben das dann in Tiflis in Georgien auf der iranischen Botschaft abholen können. Und das ging tatsächlich super problemlos. Also es hatte irgendwie, die iranische Botschaft hatte 2 Tage hintereinander geflossen aus also eigentlich hätten die offen gehabt, das heißt das hat sich in Tiflis dann nochmal ein bisschen verzögert, einfach nur weil die Botschaft irgendwie nicht geöffnet war. Es hing einfach ein Zettel an der Tür, heute geschlossen. Ja. Oh, okay. Aber das war dann auch ganz nett, weil hatten wir einfach nochmal zwei mehr Tage in Tiflis, ja, um das dann so ein bisschen anzugucken. Ja. Aber genau, dann haben wir das da eingesammelt. Und ja, das war dann zusammen mit dem Carnet de Passage so die 2 Dokumente, die irgendwie auf jeden Fall wichtig waren zu haben für den Iran. Und dann irgendwie genau, war noch die Frage. Carnet de Passage, das Dokument, das besagt, dass ihr den Wert des Motorrads irgendwo hinterlegt habt, dass wenn ihr das Motorrad verlieren, verscheuern oder was weiß ich, was, ja, also damit sichergestellt ist, ihr fahrt auch mit dem Motorrad wieder raus. Ja, genau. Ja. Genau. Auch so ein Ding, was wir eben erst bei unserer Recherche kurz vor der Reise somit, oder nicht kurz vor der Reise, aber während der Recherche rausgefunden haben, aha, man braucht also so ein Carnet für den Iran, was uns vorher so nicht bewusst war. Ja. Und wenn man sich eben nicht damit beschäftigt, kommt man ja auch nicht darauf, dass man so eine Art Kaution oder Versicherung braucht, um mit einem Fahrzeug in das Land einzureisen. Jo, jo. Genau, sonst ist es eher klassisch irgendwelche afrikanischen Länder, da gibt es einige, da braucht man das, Carnet und ja. Iran auch. Okay, aber ihr hattet das, ihr wart vorbereitet und konntet einreisen. Wie war das da an der Grenze? Entspannter als gedacht. Ja, genau. Ich glaube, das war schon so die Grenze, wo wir so mit am aufgeregtesten waren, weil wir eben nicht so genau wussten. Also das hat sich so nach so einer richtig ernsthaften Grenze angefühlt, weil gerade in Europa oder auch in den Balkanländern kannst du ja schon durch viele Grenzen, fährst du ja eigentlich schon mehr oder weniger durch. Sondern dann waren wir uns eben im Iran nicht so sicher, wie genau werden wir irgendwie kontrolliert, wie genau werden die Papiere kontrolliert, wie lange dauert das auch einfach, weil wir auch so andere Erfahrungsberichte so von bis, manche sagten, ah, das war irgendwie super problemlos, die waren da innerhalb von ein paar Stunden durch und andere meinten, naja, nee, wir saßen da irgendwie schon den ganzen Tag. Und hatten uns auch noch überlegt, es gibt ja auch manchmal so Leute, die einem so ein bisschen über die Grenze helfen, sollen wir das jetzt machen oder nicht? Und haben uns dann aber dagegen entschieden und haben uns dann vielleicht auch irgendwie zusammen mit Lisa und Marc dann so als Vierergruppe, hat man sich da, glaube ich, dann auch ganz gut gefühlt, dass wir dachten, okay, komm, jetzt irgendwie sind wir zu viel. Ihr seid so als die Motorradgang da eingereicht. Wir nehmen uns einen Tag für Zeit. Ja, Alman MC. So, genau. Ja, genau. Eine Sache war vorher noch, worüber wir uns doch relativ viel Gedanken gemacht haben. Wir hatten ja eine Drohne mit. Und da hatten wir halt auch ganz widersprüchliche Sachen gehört, dass die einen sagten so, ja, könnt ihr theoretisch einführen. Die anderen meinten so, würde ich eher nicht machen. Mit Bildern ist es im Iran eh ein bisschen schwierig, sodass wir da relativ unsicher waren. Und da kam dann wieder der liebe Pavel aus Albanien mit dem Tipp, Max, gar kein Thema mit der Drohne. Entweder musst du die irgendwo am Motorrad verstecken, wo man sie nicht sieht, also so reinschmuggeln. Wenn das bei euch nicht geht, gib sie einfach mir. Eine Frau wird ja nicht kontrolliert und angefasst, also gar kein Thema. Und das war so, wie meinst du das? Ja, soll sie sich einfach unter die Jacke stecken. und tatsächlich ist es dann so. Jetzt hätte ich gedacht, da gibt es einfach weibliche Grenzbeamtinnen, die dann für die Frauen zuständig sind. Also wir haben tatsächlich jetzt keine gesehen, nee. Aber ich würde das nicht für gesichert. Also, das ist wahrscheinlich nicht immer so der Fall. Ja. Genau, auf jeden Fall hat Mia sich dann tatsächlich diese Drohne in ihre Rückentasche von ihrer Motorradjacke gepackt. Dann haben wir die zur Sicherheit noch in ein bisschen Wäsche eingepackt, nach dem Motto, so Wäsche dürfst du wahrscheinlich nicht anfassen. Und Mia hatte dementsprechend einen relativ großen Buckel auf dem Rücken dieser Drohne. Es war super auffällig. und hat dann auch gesagt, so, ja, die Jacke kann ich ja jetzt nicht ausziehen, auch wenn wir da an der Grenze vielleicht länger brauchen. Das war so, ach ja, Mist, das haben wir auch nicht bedacht. Und es war wieder sehr heiß.
Und da waren wir doch sehr glücklich, dass wir super entspannt über diese Grenze gekommen sind und ich glaube nach zwei Stunden schon dann einfach im Iran waren und irgendwie niemand. Also ich hatte schon richtig Puls, ne? Also ich dachte erst am Anfang so, ja, kein Problem, ich schmuggel ja im Endeffekt jetzt so eine Drohne in den Iran, aber ich so, ja, kontrolliert ja keiner. Und als wir dann immer so näher auf die Grenze zufahren, dachte ich ja immer schon so, das wäre schon, also das ist keine coole Geschichte, wenn es dann heißt, ja, Mia hat es leider nicht geschafft, die wurde direkt an der Grenze irgendwie einkassiert, weil sie eine Drohne irgendwie, geschmuggelt hat, da dachte ich mir so, oh Gott. Ja, es gibt ja die eine Geschichte, ein Podcast, den ich auch mit einem Pärchen gemacht habe, die sind tatsächlich auch für einen Tag oder zwei in einem iranischen Gefängnis gelandet. Also gut, dass ich das vorher nicht angehört habe. Genau, nicht Podcast, ja, ist nicht gut. Das verunsichert nur. Alle anderen schon, aber dann hätte ich es bestimmt nicht gemacht. Hätte ich diese Geschichte gehört, wäre es mir so, ne, sorry. Schmuggel die Drohne selber. Ja, genau, aber es waren wirklich alle auch da super freundlich. Marc hat so ein bisschen das Zepter quasi in die Hand genommen und ich glaube, dass alle anderen wahrscheinlich dachten, er ist so ein bisschen der Reiseleiter, weil er hat uns da ganz souverän einmal durch die verschiedenen Stationen der Grenze manövriert und Max hat noch direkt in der Grenze hast du noch einen Kuss von einem anderen Mann auf die Wange bekommen, weil ja. Der lustigerweise war der Clown, glaube ich. Genau, Clown oder Komiker und sein Künstlername war Mr. Max. Und als er dann gehört hat, dass ich Max heiße, dann war er natürlich total begeistert. Hey, ein Bruder. Und hat mir direkt so einen Kuss auf die Wange aufgedrückt, wo ich dachte so, okay, genau, wir kommen in den Iran. Wir anderen haben Schokolade geschenkt bekommen und das war irgendwie schon so, dachten wir schon so, okay, ich glaube, das wird toll. Ja. Hey, was für ein Willkommensgruß. Ja. Ja, genau. Genau, und dann waren wir einfach im Iran und das war genau. Auch noch mal so mit so ein Moment auf der Reise, wo man wirklich so dachte, verrückt, wir haben es mit diesen alten Motorrädern, auch wenn die irgendwie immer mal wieder so ein bisschen ihre Problemchen hatten, haben die uns aber trotzdem bis nach Teheran jetzt ja dann im Endeffekt gebracht oder bis dahin erstmal in den Iran. Und das war schon ein verrücktes Gefühl, dass so bis dahin auf den beiden Maschinen geschafft zu haben, das war wirklich ja. Und auch einfach so weit geschafft zu haben und dann einfach, dass wir dann, also wirklich, wir standen da alle vier auf iranischer Seite und waren so, sind wir jetzt wirklich im Iran? War das jetzt so einfach mit der Grenze? Das kann ja gar nicht sein. Wir hatten das doch ganz anders erwartet. Ja. Standen da so und waren dann auch erstmal ein bisschen, okay, wo müssen wir jetzt eigentlich nochmal hinfahren? Was hatten wir eigentlich? War da wirklich alle ein bisschen perplex, dass das so gut gegangen ist? Und sind dann in die nächstgrößte Stadt gefahren. War das? Ich muss gerade auch überlegen. War das Karatsch? Ich glaube, Karatsch war bei Teheran. Okay. Die nächste Stadt an der Grenze zu Armenien. Das müssen wir nochmal nachschauen. Das müssen wir jetzt nochmal nachschauen. Das haben wir jetzt gerade nicht im Kopf. Aber die nächstgrößte Stadt, die dann. Ihr könnt mir jetzt irgendwas erzählen. So. Dann seid ihr weiter nach Bad Godesberg gefahren. So. Die dann aber auch tatsächlich von der Grenze, glaube ich, nochmal 140 Kilometer entfernt waren. Und dann war auch tatsächlich das Klima im Iran auch nochmal anders. Also es war nochmal eine andere Trockenheit so. Also wir haben es irgendwie alle sofort so in der Nase gemerkt, dass es wirklich sehr, sehr trocken war und dass die Nase das erstmal auch nicht so cool fand. Und es war wieder sehr heiß und sehr staubig. Und dann kamen wir halt irgendwie in dieser ersten Stadt an und wollten dann da erstmal in einem Hostel übernachten. Und da haben wir dann auch festgestellt, dass vier Almans auf vier großen Motorrädern im Iran doch sehr auffallen. Stimmt, Iran ist ja die Geschichte, ich glaube, ist es nicht auch, dass im Iran sowieso größere Motorräder über 250 Kubik verboten ist, Frauen dürfen sowieso gar nichts fahren und so, also von daher war das wahrscheinlich schon was Besonderes, dass da nicht nur ein so ein Monster, sondern irgendwie vier riesige Bikes unterwegs sind. Genau, wir hatten das vorher ja schon gehört, dass das so werden würde und dass man hat uns gesagt, ja, ihr müsst euch ein bisschen drauf einstellen, das wird komisch sein. Aber wie krass es dann war, damit haben wir einfach nicht gerechnet, dass dich wirklich jeder anspricht und anguckt und ein Bild mit dir haben möchte und du suchst gerade irgendwie noch, wo du dich mit deinem Motorrad hinstellen kannst und der Erste packt schon so den Arm um dich rum und dann mit der anderen Hand macht er dann ein Selfie und alle sagen, ja, Alman, oder nicht Alman haben sie jetzt nicht gesagt, aber
wussten halt alle irgendwie Deutschland, konnten sie alle irgendwie relativ gut zuordnen und waren ganz begeistert über Deutschland und haben einen angesprochen, wo man denn hin will, wo man herkommt, und jeder hat dich eigentlich angesprochen, wollte auch mit dir sprechen, und man hatte immer so eine kleine Menschentraube um sich rum. Mhm. Und das ist wirklich ungewohnt einfach. Ja. Also das hat am Anfang, das hat es noch intensiver gemacht. Also der Iran war schon einfach intensiv, weil die Kultur schon nochmal eine andere ist, und das dann, also wir da auch einfach mal so gespannt waren, wie das so ist, und man da schon auch so das Gefühl hat, okay, wir müssen hier auch so ein bisschen auf die Verhaltensregeln ein bisschen achten. Plus eben dieses, die ganze Zeit im Fokus zu sein, war schon so, dass das einen die ersten Tage so ein bisschen, also mich hat so ein bisschen erschlagen. Also erstmal damit, sich daran zu gewöhnen irgendwie. Aber eben wie, trotzdem, die waren alle, die sind so unfassbar freundlich und offen, und die haben sich einfach auch so gefreut, weil es ja eben auch nicht so super viele Touristen im Iran gibt, war das denen auch allen irgendwie so ein Anliegen zu zeigen, wie wunderschön dieses Land ist und wie nett die Leute sind. Und ja, das hat man wirklich bei jedem Einzelnen gemerkt. Ja, so. Total. Wenn man dann irgendwie noch vielleicht so einen iranischen Fußballer kannte und den Namen gesagt haben, da sind alle komplett ausgeflippt. Also habt ihr euch da vorher schlau gemacht? Da ich tatsächlich gar nicht so weit entfernt von dir, ich bin VfL Bochum-Fan. Grüße an alle Bochum-Fans da draußen. Hey. Kenne ich natürlich Walter Shemian, altbekannt als der Hubschrauber im Bochumer Sturm damals. Und den kennt jeder Iraner natürlich, weil das einer der bekanntesten iranischen Fußballer war. Und den kannte ich natürlich dann auch als Fan. Und wenn ich den Namen gesagt habe, dann waren alle halt hellauf begeistert und wollten dann halt immer noch mehr wissen zu Fußball und haben gefragt, und ob ich denn Fußball spiele und so. Und das war sehr witzig. Hey. Der Fußball verbindet Menschen immer wieder. Absolut. Ja, in Brasilien ja bestimmt auch ein Nee, da trennt Thema das. So, irgendwie Deutschland, Brasilien nach diesem 7:1 das, Trauma, okay, das okay. ist, da muss man ganz schnell das Thema ist wechseln. Okay. Obwohl, die nehmen das mittlerweile auch mit Humor. Die nehmen alles mit Humor, aber das war echt eine Geschichte. Oh, stimmt. Ja. Lisa, wie war das mit dir? Musstest du jetzt als Frau erstmal konsequent immer ein Kopftuch tragen? Ja. Genau, tatsächlich war das mit, dass man neben dem Kopftuch hat man eben auch wie so eine Art Tunika eigentlich tragen müssen. Also dass einfach so die Haut überall bedeckt ist. Also sowohl die Beine als eben auch die Arme und so alles bedeckt ist. Und dann eben auch mit dem Kopftuch. Und auch unter dem Helm hatte ich das eben immer, weil wenn man den Helm abnimmt, dachte ich auch so, okay, ich weiß nicht, wie strikt das ist. Sodass man eben auch, wenn man den Helm abnimmt, direkt das Kopftuch eben auf dem Kopf hat. Und tatsächlich war das, ich hätte mir vorher gedacht, dass das vielleicht irgendwie mehr ein Thema ist oder dass das irgendwie ungewohnt, also natürlich war es irgendwie ungewohnt und schon anders, aber es war nicht so ein großes Thema, wie ich es irgendwie erwartet hätte. Das Einzige, wo es manchmal so ein bisschen genervt hat, sozusagen, war, wenn man morgens irgendwie auch im Zelt mal irgendwie wach geworden ist, dass man dann halt sich wirklich ja im Zelt, musstest du dich ja dann schon irgendwie so komplett anziehen. Und das habe ich halt sonst, wenn man zelten geht, dann kommt man halt mal irgendwie mit einer Shorts und einem Shirt irgendwie aus dem Zelt raus, weil es einfach super warm ist. Und dann sich in so einem irgendwie gefühlt 40 Grad heißen Zelt dann da schon irgendwie wirklich bis oben einzukleiden, das waren so manchmal der Moment, wo ich dachte so, oh Mensch. Das in dem Moment war es dann manchmal so, dass ich dachte, okay, jetzt nervt es gerade ein bisschen, aber ansonsten war es wirklich irgendwie, ja, es war irgendwie normal, das dann da so zu tragen. Und das war irgendwie auch so, ja, schon auch schön, sich auch mit den anderen Frauen auszutauschen, weil man sich ja schon eben vorhin anfragt, du hast ja vorhin schon gesagt, dass Frauen irgendwie im Iran nicht Motorrad fahren dürfen. Das ist ja irgendwie es ist nicht von der Regierung sozusagen verboten, sondern eher das ist so ein religiöses Thema. Und das war irgendwie schon sowas, wo man sich ja vorhin einen Gedanken macht, ist das irgendwie okay oder nicht? Weil das Letzte, was ich will oder was wir wollen, ist ja, dass man irgendwie jemandem auf die Füße tritt. Und das war dann irgendwie schön so im Austausch mit den Frauen, weil wir dann auch irgendwie mit Lisa und Marc dann eben auch Couchsurfing so ein bisschen gemacht haben oder in Gastfamilien geschlafen haben, von denen so zu hören, dass die das irgendwie, also
dass das okay für die ist so und dass sie das eigentlich schön finden, weil sie dadurch hoffen, wenn das irgendwie sichtbarer im Iran ist, dass es dann auch für die irgendwann eben möglich ist, sowas zu machen, wie eben auch als Frau Motorrad zu fahren und so. Ja. Das fand ich dann irgendwie eine schöne Rückmeldung, weil das wirklich was war, was mir mega arg gewesen wäre, wenn dann jemand sagt so, ey, sorry, aber jetzt kommst du hier als Touristin und zeigst uns so, was die einheimischen Frauen da nicht können. Das wäre so richtig unschön gewesen. Das heißt, das eher so als positiver Ausblick auf eine hoffentlich irgendwann Zukunft, ein Blick eher in die Freiheit wahrgenommen. Ja, genau, eher so empowernd quasi, zu sehen, was möglich sein kann und eben was hoffentlich dann irgendwie auch mal im Iran möglich ist. Aber wir haben tatsächlich schon auch viele der jungen Menschen, auch mit denen wir gesprochen haben, sind schon auch viele so, dass die sich doch auch irgendwie ihre Zukunft außerhalb des Irans vorstellen. Also wir haben wirklich auch super viele getroffen, eben immer, wenn die auch mitbekommen haben, dass wir Deutsche sind, was immer so, oh ja, sie wollen auch nach Deutschland. Und gerade auch wirklich viele junge Iraner konnten teilweise auch Deutsch, weil die wirklich aktiv Deutsch gelernt haben, um dann halt eben, wenn die mit der Schule fertig sind, dann nach Deutschland zu kommen, um hier eine Ausbildung zu machen, zu studieren und dann hier einfach leben zu können. So. Und das fand ich schon beeindruckend, wie präsent auch tatsächlich da irgendwie Deutschland war. Also es war nicht, also der Großteil war wirklich, dass die Deutschland genannt haben und dass so das Sehnsuchtsland irgendwie in Europa war. Ja. Ja, schön. Das heißt, dann konntest du oder auch zusammen mit Lisa dann auch manchmal mit den Frauen alleine sein und dann so vielleicht auch nochmal andere Themen besprechen, als das sonst vielleicht in einer größeren Runde möglich wäre? Ja, und da hat man auch gemerkt, dass es zu Hause dann auch mal locker, weil man die so, ja, hier könnt ihr jetzt irgendwie auch das Kopftuch abnehmen, so, wir sehen das nicht so strikt irgendwie. Das war auch mal von Familie zu Familie ein bisschen unterschiedlich. In manchen wurde es auch zu Hause weitergetragen, aber viele haben auch gesagt, so, naja, eigentlich wollen wir es auch nicht unbedingt tragen, aber draußen müssen wir es halt, aber hier zu Hause könnt ihr euch fühlen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch irgendwie einfach eure kurzen Shirts anziehen. Da hat man dann einfach gemerkt, dass die Regeln zu Hause anders, anders waren und die Einstellung dann auch ein bisschen eine andere war. Ja, Lisa und Marc hatten damals mir auch im Podcast erzählt, dass in der Zeit, als sie da waren, das gerade losging mit den Protesten, dass das der Tod von Sina Mahsa Amini, der jungen Frau, die da im Polizeigewahrsam gestorben ist und wo dann wirklich das vielleicht auch der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte und viele dann auf den Straßen protestiert hatten. Und dann eben halt auch auf offener Straße angeschossen wurden. Habt ihr davon auch was mitbekommen? Tatsächlich sind wir, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen, bevor die Proteste angefangen haben. Drei Tage, meine ich. Oh, vielleicht unter Tage, okay. Ein paar Tage vorher sind wir gerade wieder aus dem Iran rausgefahren und waren wieder in der Türkei. Ja. Und haben es dann eben sehr nah über tatsächlich Lisa und Marc, aber auch über Daniel und Anna mitbekommen, weil die waren beide noch zu dem Zeitpunkt im Iran. Und haben wir von denen viele Berichte bekommen, die dann eben auch wieder anders waren als das, was man öffentlich so mitbekommen hat. Und ja. Aber wir waren da jetzt nicht mehr von betroffen. Ja, genau. Wir hatten einfach auch ein kürzeres Visum. Wir hatten, glaube ich, irgendwie 20 Tage Visum. Und Daniel und Anna und Lisa und Marc hatten irgendwie für 40 Tage. Deswegen haben wir uns dann eben irgendwann getrennt. Das war in Teheran. Ja, genau. In Teheran sind wir dann zurückgefahren Richtung Türkei. Und Lisa und Marc sind eben weiter ins Landesinnere gefahren, weil die ja ursprünglich auch noch bis nach Pakistan weiter wollten. Stimmt, die wollten eigentlich bis nach Pakistan. Genau, Pamir. Genau. Aber das war schon irgendwie dramatisch und das hat dann natürlich schon auch betroffen gemacht, irgendwie, dass all die netten Menschen, die man da jetzt so kennengelernt hat, dass die dass das dann in so einer Situation im Iran geendet hat und die da irgendwie auch mehr oder weniger dem Ganzen dann mit ausgesetzt waren. Ja. Und wie war das sonst? Ihr habt gerade gesagt, ihr habt auch gezeltet und wart bei Airbnb, also bei Leuten privat untergekommen? Genau, also offiziell ist tatsächlich Couchsurfing auch wieder verboten im Iran, aber trotzdem macht es eigentlich jeder. Man spricht nicht so offiziell draußen drüber, aber jeder macht das und jeder freut sich natürlich, wenn er Menschen aus anderen Ländern zu Gast hat und mit denen einfach über alles ein bisschen offener sprechen kann, als das sonst so geht. Und das haben wir tatsächlich relativ viel genutzt.
Weil, und das geht dann auch über diese App, weil ist ja nicht auch irgendwie Internetsperren oder ähnliches im Iran? Ich weiß genau, nicht. Genau, man braucht ein VPN auf jeden Fall und darüber kommt man dann eben auch auf Couchsurfing und solche Sachen. Aber beispielsweise Google Maps, da ein Hotel suchen, ist tatsächlich relativ schwierig, weil das einfach da nicht vertreten ist. Das nutzt da ja keiner. Das heißt, die haben eine eigene Google Maps, das haben wir aber gar nicht rausgefunden, wie das heißt. Das heißt, wir haben uns tatsächlich immer so ein bisschen rumgefragt, wo könnte man denn unterkommen und haben da eher ein bisschen auf die Einheimischen gesetzt, weil wir es eben nicht so leicht im Internet gefunden haben. Ja, und gezeltet haben wir die wenigsten Tage. Haben wir zweimal gezeltet? Glaube ich, ja. Und sonst eben tatsächlich den Großteil dann bei Familien zu Hause. Und das ist irgendwie auch total schön gewesen, weil man dadurch, glaube ich, schon auch nochmal so ein bisschen einen anderen Eindruck und Einblick bekommen hat, wie wenn wir jetzt dann nur in einem Hotel gewesen wären oder so. Ja. Das war auch, bin ich auch sehr dankbar dafür, für all die Menschen, die wir da getroffen haben und deren Leben wir so für einen Moment irgendwie schauen durften und Teil sein durften. Ja. Das ist schon echt was Besonderes. Cool. Ja. Habt ihr dann im Iran irgendwann auch so für euch festgestellt, jetzt ist so der Wendepunkt der Reise, ab jetzt kehren wir um und fahren wieder zurück? Das war tatsächlich eigentlich eher so ein Zeitthema, das uns dazu gebracht hat. Weil weitergefahren wären wir gerne noch eigentlich. Ja, oder? Genau, weil uns haben nämlich alle Iraner gesagt, als wir in Teheran waren und dann schon gesagt haben, so langsam müssen wir umkehren, nein, ihr müsst auf jeden Fall noch nach... Ja, eigentlich den kompletten Iran einmal. Genau, also den vor allem im Süden des Irans gibt's, jetzt komme ich wieder nicht auf die Namen, aber da gibt's noch zwei ganz groß bekannte Städte und da meinten sie, das ist der richtige Iran. Wenn ihr da nicht gewesen seid, wart ihr eigentlich gar nicht hier. Und das war so, Entschuldigung, wir sind doch hier. Shiraz Da meinten die auch so, Shiraz. Und noch einmal da unten. Auf jeden Fall meinten die so, das sind ja auch nur 1500 Kilometer von hier. Da könnt ihr ja mal eben in einem Tag hinfahren. Wir waren so, nein, können wir nicht. Und von da aus wieder hoch zur Grenze wäre einfach zu weit gewesen. Das wäre für uns zu viel gewesen und das hätte mit dem Visum nicht mehr geklappt. Ja, und es war halt auch schon September und wir sind ja im Mai losgefahren. Das heißt, Ende Oktober mussten wir dann sozusagen auch wieder in Deutschland sein. Und genau. Da wir jetzt ja schon Ende September haben, haben wir ja also so gute 5 Monate in die eine Richtung oder 4,5 Monate quasi in Richtung Osten gebraucht und hatten dann halt noch so ein bisschen mehr als einen Monat verbleibend, um halt von Teheran eigentlich dann wieder die komplette Strecke zurückzufahren, um dann halt auch Ende Oktober wieder in Deutschland sein zu können. Genau, weil wir hatten noch so ein bisschen, das Müssen kommt ein bisschen daher, da mein Großvater am 30. Oktober 101 geworden ist. Oh. Und das war für uns so ein bisschen, da haben wir ihm versprochen, dass wir dann natürlich wieder da sein werden. Oh, und er hat immer so ein bisschen rumgeflaxt und gesagt, mal gucken, ob er da noch da ist. Und ich so, ich bin mir sicher, dass du noch da bist. Und er war noch da und das war sehr schön, dass wir mit ihm noch den Geburtstag feiern konnten. Und da hat er sich auch unglaublich gefreut und hat tatsächlich uns auch mindestens alle 2 Wochen angerufen und immer kurz und knapp gefragt, in welchem Land wir denn jetzt sind, ob es uns gut geht. Und mein Opa war nie der Telefonierer. Und das war immer sehr schön, dass er da die Reise auch noch so mitgemacht hat. Ah, cool. Genau, aber da ging es dann so langsam wieder zurück. Oder etwas schneller. Zügig, Gerade die Türkei haben wir dann relativ schnell durchfahren, weil wir dann gesagt haben, wenn wir durch die Türkei durch sind, dann sind wir eigentlich gefühlt fast schon zu Hause. Von da aus ist es nicht mehr weit, weil diese 1008 Kilometer Ost-West von der Türkei, wenn wir die haben, dann sind es nur noch mal das gleiche an Kilometern und wir sind tatsächlich zu Hause. Dann seid ihr schon in Europa. Ja, genau. Und dann sind wir relativ fix durch die Türkei und dann haben wir auch gemerkt, so langsam kommen wir jetzt wieder Richtung nach Hause und haben dann aber beide wirklich so gemerkt, aber jetzt lass auch nicht zu schnell nach Hause fahren, dann ist es ja irgendwie auch vorbei und sind dann tatsächlich nochmal ganz langsam, waren dann tatsächlich nochmal in Albanien für ein paar Tage, konnten im Oktober nochmal bei 22, 23 Grad ins Meer springen, weil es nochmal so warm war, haben uns so gedacht, die Nachrichten und Bilder vom Wetter, die wir aus Deutschland hatten, lass mal noch ein bisschen hierbleiben, wir brauchen jetzt noch nicht wieder 5 Grad und Regen, also genießen wir jetzt noch die Rückreise so ein bisschen und sind dann ganz langsam wieder zurückgefahren. Aber das war schon wirklich ganz seltsam, dann immer näher wieder dran zu kommen. Und das ist halt auch einfach sowohl kulturell als auch von den Menschen alles wieder so sehr wurde, wie man es kannte. Ja. War das positiv seltsam oder eher so, ach, jetzt ist alles vorbei, negativ?
Also ich finde, bis zu dem Tag, als wir nach Österreich reingefahren sind, bis dahin hatte man immer noch so das Gefühl, mitten in der Reise zu sein. Und ich finde, ja. wir sind kurz nachdem wir in Österreich über die Grenze gefahren sind, waren wir dann irgendwie in einem Restaurant und da war es irgendwie so verrückt. Da saß neben uns so ein älteres Ehepaar und meinte so, ah ja, sie sind ja mit dem Motorrad irgendwie, wo waren sie denn? Und dann haben wir denen so erzählt, naja, wir sind jetzt irgendwie von Hamburg nach Teheran gefahren und jetzt irgendwie wieder auf dem Rückweg. Und irgendwie, die waren einfach komplett perplex, die wussten nur gar nicht so, was? Hat die Amiga Teheran gesagt? Wo ist das denn? So im Iran. Im Iran? Was haben sie denn im Iran? Also die waren so völlig. Genau. Und da wurde es einem auch so bewusst, so, okay, stimmt, jetzt sind wir halt so in Österreich, jetzt könnte man halt auch eben, die sind halt davon ausgegangen, wir sind halt, ja, man hat, also, ne, wir sind aus Deutschland, aber wir haben genau, halt in Österreich für eine Woche. Ja. Ja, genau, so einen normalen Urlaub quasi, den man so halt in 2 Wochen auch macht. Mhm. Und das war irgendwie so, der Manifest war so, ja krass, jetzt waren wir in Teheran und jetzt sind wir halt aber wieder in Österreich. Und ich finde, da ist es einem so langsam bewusst geworden, so okay, so jetzt sind die 6 Monate dann jetzt aber auch eben langsam um. Und ich weiß auch noch genau, dass wir vor dem deutschen Grenzschild da standen wir auch nochmal richtig lange, bis wir dann da drüber gefahren sind. Weil das war auch so ein Ort, wenn wir das jetzt drüber fahren, dann sind wir halt auch wirklich, nicht nur in Österreich, sondern sind wir halt auch in Deutschland. Ja. Und es war einfach so unglaublich unspektakulär, weil halt Grenzen ja hier einfach keine richtigen Grenzen sind. Da steht halt ein Schild und du fährst vorbei. Und das war so, hier will jetzt keiner meinen Pass sehen. Interessiert sich keiner für deine Drohne oder so. Nee. Keiner will meinen Pass sehen und gar nichts. Ich fahre jetzt da einfach drüber und dann bin ich jetzt im anderen Land. Das war sogar in Österreich noch so, als wir von Slowenien zurück nach Österreich gefahren sind, ich auch kurz vor der Grenze angehalten, meinen Pass schon mal in die Hand genommen, rangefahren, bei den Grenzern angehalten, die so angeguckt und die waren so, was willst du, Jung, fahr weiter. Es war so, wollt ihr nicht meinen Pass sehen? Nein, warum? Okay. Und ich war völlig perplex und die waren genauso perplex und dann so, hey, jetzt sind wir halt wieder in Österreich, das gibt's ja gar nicht. Ja. Oh Mann, und dann war die Reise für euch zu Ende. Genau. Und also was noch schön war, irgendwie, dass Deutschland uns wirklich erstmal einen sehr, sehr warmen Empfang geschenkt hat, weil hier wirklich 2022 noch ein schöner goldener Herbst war, wir wirklich bis zu dem Tag, als wir in Hamburg waren, was dann irgendwie so der 4. November, glaube ich, gewesen ist, bis dahin war es wirklich durchgehend auch noch hier sehr, sehr warm und sonnig. Das war wirklich total schön. Und dann war erst so der November in Hamburg, das war dann wirklich trist, irgendwie, nachdem man so von dieser Reise zurückkam und dann hier so in diesem Hamburger Grau festhing, das war wirklich hart, da wieder anzukommen. Das fiel mir richtig schwer, aber ich glaube dir auch. Ne? Ja, da hatten wir, glaube ich, wirklich so 2 Monate, wo wir in so einem kleinen Loch waren und so dachten so, warum wohnen wir denn hier? So. Hatte ich das eben richtig verstanden? Seitdem habt ihr auch nie wieder warm geduscht, ne? Genau. Das war echt, das hätte ich mir nicht so hart vorgestellt. Ja. Also, dass es natürlich irgendwie wieder auch so ein bisschen Gewöhnung braucht, bis man dann wieder so in seinem Alltag hier angekommen ist, das schon. Aber dass das so hart wird, das hatte ich nicht erwartet. Genau, also auch wieder ein kleiner Tipp, wenn man von so einer Reise zurückkommt, am besten so planen, dass man nicht mitten im tristen Winter ankommt, sondern vielleicht so im Frühjahr wieder. Oder man konnte mit so einem schönen süddeutschen Winter an, wo dann wenigstens geil Schnee liegt und blauer Himmel ist und kalt. Ja. Das ist, finde ich, auch nochmal was anderes. Aber dieses Triste Hamburger Grau war dann schon sehr heftig als Willkommen. Wie habt ihr denn insgesamt euch auf dieser Reise so mental gefühlt? Also war das so ein Highlight, von dem ihr dann wieder runtergekommen seid? Oder ich meine, so eine Reise kann ja auch totaler Stress sein, dass man da auch gerade ihr als Paar vielleicht da irgendwie merkt, boah, wir kommen hier total an unsere Grenzen. Wie war das, diese Reise für euch? Also tatsächlich, also es gab auf jeden Fall definitiv viele stressige Phasen. Das hat man während der Reise auch gemerkt und im Nachhinein so, wenn man nochmal reflektiert und so ein bisschen die rosa-rote Brille abnimmt, so ja, es gab auch längere Phasen, die auch mal anstrengend waren. Ich habe es vor allem gemerkt, so Georgien, Armenien, Iran vom Verkehr, weil die Leute da einfach, also weil der Verkehr da wirklich zwischendurch sehr mörderisch ist und so ein bisschen so, ja, wieso im Straßenverkehr sterben kann man ja nicht. So fahren die Leute halt da und das war für mich manchmal schon, dass ich dachte so, Alter, ey. Weil sonst war eigentlich immer, das Motorrad war so die Komfortzone, wenn wir da drauf waren, das war so der Safe Space, da ist alles gut. Und das ist einem manchmal so ein bisschen dann genommen worden, wenn die Leute halt einfach ganz nah rangefahren sind, dich geschnitten haben oder sonst was. Aber insgesamt war es schon unglaublich toll, diese Erfahrung machen zu können, einfach mal wirklich nur zu zweit so unterwegs zu sein
und einen ganz, ganz neuen Alltag zu haben, der völlig anders ist als das, was man sonst zu Hause hat. Also es ergibt sich natürlich irgendwann Reisealltag, dass man morgens sein Zelt abbaut, aufs Moped alles wieder raufpackt, unterwegs ist, abends das Zelt wieder aufbaut, dass man da auch seine Routine hat, gar keine Frage, aber es war halt schon anders und wir haben auch beide gemerkt, dass wir sehr wenig uns irgendwie so mit Nachrichten oder solchen Sachen auseinandergesetzt haben. Eigentlich immer nur so ein bisschen, okay, was ist in den nächsten Ländern, was brauchen wir irgendwie beispielsweise an den Grenzen? Und das war tatsächlich, fand ich, sehr befreiend, einfach mal aus so vielen Dingen, die sonst so im Alltag viel Platz haben, einfach mal so ein bisschen raus zu sein und einfach ganz andere, neue Dinge zu haben. Und man hatte eben auf Motorrad viel Zeit, über alles nachzudenken. Und das war tatsächlich sehr schön. Ja, stimmt. Ja, und ich finde auch, dass das wirklich gut geklappt hat. Also obwohl wir zusammen diese Reise machen, war es trotzdem dadurch, dass jeder tagsüber auf seinem eigenen Motorrad ist, hast du schon auch irgendwie, also macht dann da jeder so ein bisschen sein Ding. Und wir haben es trotzdem, dass man ja dann nachher auch in einem Zelt schläft und man ja dann nicht so wie hier vielleicht irgendwie zwei Zimmer zur Verfügung hat, war es auch immer jederzeit möglich, dass jeder seine Bedürfnisse irgendwie äußern konnte und man sich dann trotzdem auch gegenseitig irgendwie mal ein bisschen Platz geschaffen oder gelassen hat, wenn einer mal gesagt hat, hey, ich brauche irgendwie vielleicht gerade mal ein bisschen Ruhe, weil einfach so viel Eindrücke ja auch waren, die auch jeder für sich so ein bisschen noch mit verarbeiten musste und die wir dann auch zusammen irgendwie nochmal so ein bisschen haben passieren lassen. Und das war irgendwie auch total schön, dass man eben auch so gemerkt hat, wir meistern auch herausfordernde Situationen einfach gut zusammen und wir können uns da aufeinander verlassen. Und auch das zu wissen, dass wenn einer mal irgendwie gerade wirklich mit seiner Energie fertig ist und keine Kapazität mehr eigentlich hat, dass dann der andere so ein bisschen den anderen mitziehen kann und man so ein bisschen gegenseitig dann immer füreinander einsteht, das war irgendwie auch total. Ja. Also für die Erfahrung bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass man einfach so gut zusammen funktioniert im Endeffekt. Mhm. Ja. Und dass man eben auch einfach so eine lange, intensive Zeit sehr, sehr gut zusammen verbringt und beide merken, dass es genauso das Ding ist, was wir gerne gemacht haben und dass wir uns da beide wohlfühlen. Genau, und gerne auch noch weiterhin machen wollen, weil es hätte jetzt auch sein können, dass einer sagt, ja, war jetzt ja schön irgendwie für so ein halbes Jahr, aber das war es jetzt auch irgendwie. Den Rest meines Lebens mache ich jetzt All-Inclusive-Urlaube in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und da ist aber auch bei beiden der Wunsch tatsächlich gleich geblieben, dass wir uns freuen, auch weiterhin unsere Urlaube und auch Reisen dann irgendwie so zu verbringen und zu gucken und dem freudig zu sein, was da vielleicht noch auf uns wartet. Ja, genau. Schön. Hey. Genau, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt jetzt tatsächlich auch sogar neue Motorräder, CRF 300, also da steht wohl noch einiges an bei euch, oder? Ja, viele Wünsche und wir hoffen, dass wir vielleicht irgendwie so als nächsten großen Trip irgendwie mal nach Südamerika dann kommen. Ja, das genau. Datum steht noch nicht fest, aber das ist der nächste Kontinent. Ja, genau. Und der nächste große Traum, wo wir hin möchten. Ja. Und wenn wir Brasilien-Tipps brauchen, wissen wir jetzt ja, wo wir abfahren müssen. Auf jeden Fall. Also Südamerika, ihr müsst nach Brasilien fahren. Ich finde es immer traurig, wenn die Leute irgendwie Alaska-Feuerland machen, aber Brasilien völlig auslassen. Ja. Also ja, fahrt durch Brasilien. Ich gebe euch da Tipps und Kontakte sehr gerne. Ah, toll. Das ist gut. Wir kommen auf dich zurück. Jo, ja. Schön. Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für eure Geschichte von eurer Reise von Hamburg bis Teheran. Einmal Iran und zurück, großartig. Das war ganz toll, vom Wasserlochtrauma bis hin zu kulinarischen Tipps, war einiges dabei. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, vielleicht klappt das ja Ende September bei dem Podcast-Event, dass ihr dabei seid. Dann sehen wir uns vielleicht spätestens dann persönlich oder auf einem der vielen Motorradtreffen. Würde mich freuen, euch mal in echt zu sehen. Sehr uns gerne, auch. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass es geklappt hat. Uns hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und dass wir mit dir und deinen Zuhörerinnen nochmal hier die Reise Revue passieren lassen durften. Ja. Gut, Mia und Max, herzlichen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen und bis dahin eine gute Reise. Genau, dir einen schönen Abend, Claudio. Genau, bis dann. Gut. Ciao. Danke. Das Datum, das ich gerade noch suchte und nicht fand, war der 28. September 2024.
Da werden der Howie und ich wieder einen großen Kaffeekränzchen-Live-Podcast veranstalten mit vielen Gästen. Und wenn alles klappt, sind Mia und Max auch dabei. Also merkt euch schon mal den 28. September. Den Ort wissen wir noch nicht, den verraten wir noch. Ist ja noch was Zeit bis dahin. Und bis dahin gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, uns live zu erleben. Nämlich Anfang März bei der Messe Motorräder Dortmund. Da wird es wieder ein paar Live-Podcasts geben auf der Motorrad-Abenteuerbühne. Und im Februar zeigen wir unseren Reisevortrag Transbrasilianer über unsere Motorradreise von Sonja und mir durch Brasilien. Und da gibt es am 24. Februar um 16 Uhr einen Vortrag, da gibt es noch Karten beim Lagerfeuer Duisburg. Es gibt auch einen Vortrag um 19.30 Uhr, aber da sind schon alle Tickets verkauft. Es wird vielleicht noch Restkarten an der Abendkasse geben, aber da müsst ihr schauen, ist ein bisschen Risiko, da gibt es keine Garantie. Wenn ihr auf die Nummer sicher gehen wollt, dann kauft euch ein Ticket für die 16 Uhr Veranstaltung. Und wir haben im letzten Jahr ja Pegaso Reise T-Shirts verkauft und Spenden gesammelt, jeweils etwas mehr als 4 € pro T-Shirt für Sea-Watch und haben insgesamt 92 € gesammelt. Vielen Dank dafür. Das Geld ist überwiesen an die Sea-Watch, die zivile Seenotrettung. Und damit machen wir auch weiter in diesem Jahr. Und es gibt auch eine Rabattaktion, nämlich 7% Rabatt, nicht nur auf das Pegaso-Reise-T-Shirt, sondern auf alles bei Dirty Rocks in dem Online-Shop. Also auch Motorradhelme, Stiefel, Jacken, T-Shirts, also das lohnt sich. Und der Rabattcode heißt Pegaso-Reise-7. Alle Infos und Links gibt es in den Shownotes und auf pegasoreise.de. pegasoreise.de